Alright, let's go. Jakob, geil, dass du da bist. Ich freue mich, danke für die Einladung. Finde ich richtig cool, ja sicher. Man, allein schon auf Instagram, was du da polarisierst. Das kann man so sagen. Ja, finde ich fantastisch. Aber nicht nur auf Instagram, du bist ja der Pub-Quiz-Host im Dublin Road. Genau, einer von zwei. Einer von zwei, sehr cool. Wie bist du denn dazu gekommen? Das ist eh ganz lustig, das habe ich eigentlich Jen und Mirna zu verdanken. Mhm. Weil der alte Host hat aufgehört damals im Road. War das der Spencer? Nein, das war der Martin, hat der geheißen. Martin, okay. Martin Boos. Okay, sagt nichts. Ich habe ihn auch nicht gekannt vorher. Mhm. Der hat ihm aufgehört, weil ihm das zu viel geworden ist. Und der hat ursprünglich war halt geplant, dass er jede Woche, dass ich das jede Woche mache. Da habe ich aber gleich gesagt, das geht sich zeitlich einfach nicht aus, weil ja. Ich halt arbeite auch noch. Und am Anfang habe ich es dann eben mit ihm zusammen gemacht und dann ist eh die andere dazugekommen, meine beste Freundin. Und dazugekommen bin ich eben dann über Jan und Mirna, die damals ja auch noch im Dublin Road waren und dann irgendwie gesagt haben, ja, die Mirna hat dann gesagt irgendwie, ja, ich kenne da wen, der ist irgendwie, der hat das meiste unnütze Wissen, das da vorstellen kannst und hat mir dann vorgeschlagen. Ja. Jan hat dann gemeint, ja, stimmt eigentlich, der weiß wirklich viele Sachen, die niemand wissen muss. Und dann haben wir uns das angeschaut. Ich habe ja keine Erfahrung damit gehabt und, und das nie irgendwie gemacht und es war aber dann recht gemütlich und ich muss auch sagen, mir hat es das Stammpublikum dann im Road auch sehr leicht gemacht, weil ja. Die Teams alle einfach irrsinnig lieb sind und das Ding heißt ja dann The Not So Serious Pub Quiz und der Name ist halt auch Programm. Also ja. Die Leute sind jetzt keine Über-Ehrgeizler dabei, gell. Behandeln das Ganze nicht, als wäre es ein Champions League-Finale. Ja. Also das ist schon eine sehr entspannte Truppe. Ja, das glaube ich. Ja, vor allem Pub Quiz ist ja richtig gut angekommen bei uns, vor allem in Graz. Sicher weltweit gibt es das Pub Quiz, aber in Graz merke ich, seit Pub Quiz da ist, dann kommen die Leute mehr zusammen, noch mehr als schon üblich. Und das ist in so einem spielerischen Teamgefüge, finde ich das ziemlich nice. Ja, es ist also eigentlich egal, wo es welche gibt, hat das eigentlich immer funktioniert. Ja. Also egal, was du hörst, ja. Man, Fun Fact, nette Side-Anekdote, an meinem allerersten Pub-Quiz, wo ich ja eh schon nervös war wie Schwein, gell, also weil der Laden vollkommen voll, ich rede dort zum ersten Mal, habe eigentlich so keine Ahnung, was ich da wirklich mache. Da habe ich eine Musikrunde gehabt und aus irgendeinem Grund geht das Lied nicht, geht aufs System nicht und so. Und ich wollte halt wissen, so von wem ist das, habe eine Coverversion gespielt und wollte spielen und wollte halt wissen, von wem ist das Original, jetzt geht die Musik nicht. Und ich sitze halt da eh schon schwitz und nervös und fuck, was mache ich jetzt? Gell? Ja, ja. Und plötzlich schreit von hinten irgendwo einer Vierer, sing it! Und ich so, na bitte nicht, bitte nicht. Und im Endeffekt, ich habe mich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen, aber es ist dann tatsächlich so weit gekommen, dass ich bei meinem allerersten Pub Quiz beim komplett ausreservierten Road oben Hurt von Johnny Cash singen musste. Ah, oh, scheiße. Oh man, wie ist der gegangen damit? Zuerst war es absoluter Horror, aber dann ist der unbeschreiblich sarkastischer Applaus aufgebrannt dort, aber da habe ich dann gewusst, okay, jetzt geht's dann langsam. Jetzt bin ich da reingegroovt in die ganze Geschichte. Geil. Aber ja, und seitdem ist das ein Fixpunkt und einfach ein Riesengaudi jedes Mal. Das glaube ich. Wann ist das? Jeden Donnerstag? Jeden Donnerstag, ja. Du sagst ja Not So Serious Pub Quiz. Welche Fragen fallen da immer ein? Oder wie kommst du zu deinen Fragen? Sagen wir mal so. Tatsächlich ist einiges dabei. Wie es die Mirna auch gesagt hat, von unnützem Wissen, dass ich einfach mit mir herumschleppe. Vieles kommt aber auch einfach aus Interessensbereichen, die ich habe. Also es ist immer was Historisches, also oft was Historisches dabei. Es ist immer eine Musikrunde dabei, wo es eben nicht nur um Musik hören geht, sondern auch so um musikkulturelle Fragen, Hintergründe. Ich mache zum Beispiel gern so drei Albumcover, sag mir, welche Albumcover das sind, von welchem Act. Oder dann habe ich mal gemacht so Songs abgespielt als Shitty Flutes Version und gesagt, okay, erkenne das Original. Ah, cool. Oder, spielerisch. Genau, ja. Oder auch einfach Sachen, Songs verkehrt herum abgespielt und man gesagt, okay, welche Nummer ist das? Und, und solche Dinge halt einfach, ja. Und die Leute wissen das dann? Teils. Also es ist so, dass meine Musikrunden manchmal ein bisschen gemein sind, weil halt mein Musikgeschmack ein bisschen spezifisch ist und das versuche ich auch einfließen zu lassen ins Gewissen. Schlager? Um Gottes Willen. Das traue ich mir nicht einmal ein. So viel Alkohol hat der Laden nicht. Ja. Also keine Après-Ski-Geschichte. Nein, ich habe mir schon mit der Helle wollen runter schwer tun, muss ich sagen. Nein, und dann halt immer so was Sportliches ist manchmal dabei. Mhm. Ist das Feedback nicht so. Okay. Picture Round, verschiedene Dinge.
was bei mir immer Thema ist, ist Spaß mit Flaggen, weil irgendwie... Von Sheldon Cooper. Ich mache gerne was mit Flaggen, letzten Donnerstag erst wieder. Geil. Und ja, das sind so die Themen. Und kummern tut es halt einfach, ich lese irgendwo was und denke mir, okay, das könnte eine Quizfrage sein. Mhm. Oder ich bin ja zum Beispiel so ein Nerd, dass ich einfach, wenn ich auf der Couch daheim liege und mir Vater ist, einfach Wikipedia lese, so random den Artikel des Tages. Mhm. Da sind so Sachen dann dabei. Und mittlerweile ist es auch so, dass mein Umfeld schon ein Stück weit konditioniert ist auf das auch. Ja. Also mein Vater sagt hin und wieder mal, da hätte ich jetzt was gehört, das könnte eine Frage für dein Quiz sein. Ah, wirklich? Ja, oder sehr cool. Meine Freien sagen hin und wieder, da hätte ich was, das könnte das beim Quiz fragen. Also da habe ich jetzt das Umfeld schon ein bisschen angesteckt damit. Ja. Und so kommt dann immer was zusammen. Ja. Und man hat dann spontan irgendwann einmal in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, kommt plötzlich irgendeine Eingebung daher. Mhm. Und so kommen die Themen daher. Ja klar, aber sehr cool. Oder aktuelle Themen. Ich habe mal eine Runde gehabt, die hieß, das war wie Trump noch Präsident war, die hieß The Liar Tweets Tonight. Mhm. Und da habe ich einfach nur Trump-Tweets auf einer Picture Round gezeigt und habe die Leute raten lassen, welcher ist echt und welcher ist falsch. Ah, geil. Geil. Da kannst du nämlich ziemlich ausholen, gell, bei seinen Tweets. Bist du wahnsinnig gefahren? Ich hätte es nicht alle erraten. Ja. Niemals. Wahnsinn. Ich überlege immer selber, kennt ihr das? Und ja. Ich werde in der Runde so 8 Fragen nicht alle richtig, wo das so bizarr ist teilweise. Wahnsinn. Ja. Aber cooler Punkt. Das haben sie ja mal in der Jimmy Fallon Show oder sowas, haben sie das einmal gemacht, was ich mal gesehen habe. Mhm. Also das kommt gut an. Ja, solche Sachen, das ist, oder so Definitions aus der Urban Dictionary habe ich ein paar Mal gehabt. So ein Wort aus der Urban Dictionary und dann halt 4 Optionen, was das heißen könnte. Ja. Das sind super lustige Runden immer. Ja, was haben wir da zum Beispiel? Boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil die meisten Sachen sind ein bisschen dreckig. Ist ja kein Problem. Kann man ja ab 18 dann spielen, ist ja kein Thema. Also ich habe keine Kinder zu, bitte. Nein, was mir jetzt gerade einfällt, ist eh harmlos. Das ist so, what does month mean? Month. Ja. Okay, keine Ahnung. Und ich habe jetzt die 4 Optionen nicht mehr im Kopf, aber das ist, laut Urban Dictionary ist das ein Begriff aus dem australischen Englisch für hinüber und fertig. Okay, und so am month. Da ist immer ein Beispiel dabei bei dem Dictionary und so. Da war das dabei, so, my mate drove over a squirrel the other day. Mm-hmm. Look at it, it's totally munted. Ah, alright. Alright, aber cool. Alter Schwede. Urban Dictionary. Das ist aber, finde ich geil. Ja, also dann merkt man, dass du schon am richtigen Platz bist, was das angeht. Ja, also ich denke schon, glaube ich, es macht da einen riesen Gaude. Mm. Man kennt dann die Teams auch inzwischen, weil es gibt dann noch einen Haufen, die immer wieder kommen, ja, die eigentlich immer da sind und das wird dann irgendwann auch zum Fixpunkt unter der Woche. Also wie es jetzt während dem Lockdown im letzten nicht passiert ist, ist es abgegangen. Ja. Ja, ich weiß, ein Freund von mir, eben der was mit mir im Podcast macht, der für die technische Seite ist, der Franz, der ist regelmäßig beim Dublin Road Quiz dabei gewesen. Ich glaube, die haben sogar gewonnen letztes Jahr. Weißt du, wie das Siegerteam heißt? Letztes Jahr? Oder haben es vor 2 Jahren gewonnen, irgendwie so, aber sie haben auf alle Fälle ziemlich gut mitgespielt. Okay, letztes Jahr waren es, glaube ich, die Miss von der Host, die immer hinter mir sitzen. Dann war es, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, ne? Aber sie haben auf alle, oder tue ich mir da gerade, aber auf alle Fälle Dublin Road war sie, ist er oft gewesen und hat auch sehr geschwärmt von dem Pub-Quiz, dass das ziemlich nice ist. Mhm. Und ja, jetzt sitze ich dem Meister gegenüber. Ja, es ist bei uns ganz cool, weil die Abwechslung halt auch da ist, weil die Anna macht ihr es ziemlich anders, also wir sind eigentlich gar nicht vergleichbar. Mhm. Bei mir gibt es immer noch rundenweise ein Thema, die Anna hat über das ganze Quiz ein Thema drüber. Ah, okay. Und passt zum Beispiel alles auf das an. Ja, war geil. Sie hat die super Idee gehabt, das erste Quiz nach der letzten Graz-Wahl. Ne? Das gesamte Quiz hatte mit der Farbe Rot zu tun. Ja, wir leben ja jetzt in Graz Nost. Also. Stalingrad. Genau. Ah, so vielschichtig. Ja, cool. Also das heißt, sie macht es über ein Thema und das ganze Quiz ist ein Thema quasi. Genau. Und du hast wirklich von Runde zu Runde. Genau, richtig. Ja, aber also, das ist ja eh... dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ja, ja, genau so ist es. Und dann gibt es eben die Themen, die auch von den Teams wieder requested werden, weil sie halt ganz gut angekommen sind. Ich habe letztes Mal jetzt wieder einen Klassiker ausgepackt, das waren die Conspiracy Theories und da haben sie halt gesagt, das wollen sie gern haben, weil das ist so abartig komisch ist teilweise. Und, ja. Die Conspiracy Theories, ja, was werden da für eine? Außer die Flat Earth, nehmen wir nicht die Flat Earth, die kennt jeder schon. Den Alex Jones kennst du von Infowars? Na, ist wurscht, das ist im Prinzip wahrscheinlich der bekannteste amerikanische verschwörungstheoretische Podcast, den es gibt. Okay. Der also auch schon
also der, wie es auch wirklich mit Kamera übertragen wird und nicht nur als Hör-Podcast ist reiner, nennt sich Infowars. Und der ist eben dafür bekannt, dass er erstens komplett wahnsinniger ist. Der Typ ist, der schreit umeinander auf seinem Podcast. Der kriegt da Wutanfälle, wo ihm die Ader auf der Stirn platzt, Alter, weil er irgendwas herumschreit. Und der verbreitet halt einen Haufen wirklich komplett wahnsinnige Sachen. Und da habe ich eine Frage gehabt, so, which one of those conspiracy theories is not one that Alex Jones put forward? Ja. Und da war ihm dabei, so die Antwort war dann, naja, er hat niemals behauptet, dass die Deepwater Horizon von Greenpeace versenkt worden ist, um fossile Brennstoffe zu diskreditieren. Ja. Sonst hat er einen Haufen Sachen behauptet, so the government is putting chemicals in the water to turn the frogs gay. Das hat er ohne Spaß gesagt. Ich wünschte, das würde ich mir einfallen lassen, aber nein. Oh, mein gay ist ja ein altes Wort für farbenfroh. Richtig. Auf Französisch heißt es ja auch, je suis gay, ich bin farbenfroh. Also kann es ja sein, dass er die Frösche halt... Dass er die Frösche bunt machen wollte. Richtig. Man muss ja nicht immer nur das Schlechte sehen. Ich glaube bei ihm leider nicht, dass das der Hintergrund war. Kann ich mir nicht vorstellen. Info, was gibt es denn immer noch den Podcast? Ja, selbstverständlich, ja. Okay, das ist eine Schande über mein Haupt jetzt, dass ich das nicht weiß. Danke dafür, dass du mich da enlightenst. Den John Oliver wird der Begriff sein, oder? Ja, der Koch. Nein, der Jamie Oliver, der John Oliver. Natürlich, sicher, die Daily Show ist es. Der John Oliver hat dieses Last Week Tonight, genau. Und der hat einmal eine ganze Episode nur über Alex Jones gemacht. Echt? Also bei Gelegenheit schaut er das einmal an, das ist auf YouTube, das ist sensationell. Geil. Das ist wirklich großartig. Das ist richtig geil. Das ist ja das, was Gute Nacht Österreich, der Peter Klien macht ja so eine Art von das, was der John Oliver macht. Und sieht man, dass es der Peter Klien versucht halt so ein bisschen auf ZDF Neo, also auf Böhmermann zu machen. Böhmermann, genau. Also wir haben eigentlich John Oliver, Böhmermann und dann den Peter Klien und so geht das dann irgendwie. Genau. Aber finde ich ein cooles Format aber. Absolut, ja. Also das hat schon hergehört. Absolut, weil, wie gesagt, John Oliver ist halt... passt halt auch gut, weil er dieses bisschen so gespielte, steife, britische halt hat. Ja, ja. Und aber halt seine Sprüche halt raushaut in einer Tour und Böhmermann ist sowieso, der Typ ist ein Wahnsinn, Phänomen, oder? Für mich, wirklich. Es ist ein Wahnsinn. Der ist, wie er es immer wieder schafft, dass sich die Öffentlichkeit so extrem über ihn echauffiert und aufregt, das kann man ja nicht sagen. Und du weißt aber im Endeffekt ganz genau, der lacht sich schief im Hintergrund. Der lacht sich schief, ja. Ja, Wahnsinnskerl. Ja, unglaublich. Das war ja... Was ich so krass gefunden habe, ist ja, wie das mit Ibiza rausgekommen ist. Ja. Und da war er, ich glaube, bei Willkommen in Österreich oder irgendwo war er, wo er einen Schmäh gerissen hat und so gesagt hat, ja, und dann geht man halt nach Ibiza und hat man schöne Feiern und lasst es gut gehen und irgendwie so in diesem Kontext geredet. Und dann ein paar Monate später ist das mit Ibiza gekommen. Ich war ja sogar die Romy-Gala. Die Romy-Gala. Er war bei der Romy nominiert. Oder hat sie sogar gewonnen und konnte sie nicht entgegennehmen. Und hat er einen Videogruß geschickt, wo er dann sagte, er kann nicht, weil er gerade zugekokst und voller Wodka-Rebola-Verbiet liegt. Ne? Genau. Keiner gewusst, what the fuck. Ja. Und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, ist das eskaliert. Also Jakob, ich muss schon mal sagen, geil, dass du so viel warst. Und gut, dass du mich da korrigierst in meinem gefährlichen Halbwissen. Also danke dafür. Die Romy-Gala natürlich, ja. Ja, geil. Du, das passiert so, wenn man quasi aus beruflichen Gründen den ganzen Tag auf sozialen Medien hängt. Ja, klar. Dann kriegt man solche Sachen mit. Na sicher, ja. Scheiße, die waren da. Na, da hat er schon ziemlich Gas gegeben. Ziemlich gescored. Ja, die Szene wird ja auch, ich weiß nicht, ob du auf Sky gesehen hast, die Ibiza-Serie, diese Miniserie. Noch nicht. Ausdrückliche Empfehlung, die ist super cool gemacht und da kommt das ja auch vor. Echt? Ja, ganz kurz, ja. Geil. Ja, das hat riesen Wellen geschlagen. Mhm. Ich meine, nicht nur bei uns logischerweise, sondern ja auch in Deutschland auch. Mhm. Was weiß Böhmermann? Steckt da mit drin. Ja, genau. Hat er die Falle gelegt? Ja. War er die Oligarchin vielleicht? Ja, genau, hat sich schnell rasiert und genau so. Raufgetan. Und ist dann wegen die dreckigen Zehennägel aufgeflogen. Oh man, ja, Jan Böhmermann, Shoutout, geiler Typ. Props in der Schule. Aber jetzt, wo ich dich so, kurz hast du ja ein bisschen deine Pub-Quiz-Stimme rausgeholt. Dein Englisch ist fantastisch. Danke. Und deine Stimme wird ein bisschen tiefer, wenn du Englisch redest. Das finde ich super, weil meine wird nämlich höher, wenn ich Englisch rede. Ja, es fällt mir auch schon auf. Ja. Das ist super. Ist lustig. Ja. Das merken oft Leute nicht, aber ich merke es ja bei der anderen, bei meiner besten Freundin und zweiten Quizmasterin, die ist ja gebürtige Kroatin. Und bei der merkst du, wenn du Kroatisch redest, dass sie auch tiefer unten ist. Ja, okay. Ja. Das fällt dir selber gar nicht auf.
Aber es ist wirklich, es merkt man wirklich, wie man sich der Sprache anpasst mit der Stimme. Absolut, ja. Absolut. Ja, es ist, du wirst wahrscheinlich bei den österreichischen Kinofilmen. Diesen Sommer. Der Nachrichtensprecher. Ja, genau. Also. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Weil du Sport angeredet hast. Jawohl. Natürlich, im Pubquiz ist auch, sind auch Sportfragen dabei, klarerweise. Du bist ja auch sehr, sehr, sehr sportlich, was ich so sehe und auch auf Instagram mitbekomme. Marathonläufer? Ja, bin ich auch, aber meine Spezialdisziplin ist der Halbmarathon. Der Halbmarathon, ja. Sehr cool. Wie lange machst du schon? Also in der Intensität jetzt, ich meine, es geht immer in Phasen rauf und runter, klar, man hat nicht immer das gleiche Motivationslevel, aber in der Intensität 6, 7 Jahre. Okay. Sowas, ja. Von heutigen, von einem Tag auf den anderen hast du gesagt, passt, ich gehe jetzt laufen, schauen wir das an und. Nein, also es war so, dass Laufen habe ich immer gern gemacht. Also auch schon, wie ich noch in der Schule war, das hat mir immer ganz gut gefallen, weil ich einfach so ein bisschen das, die Zeit, wo du halt den Kopf freikriegst, komplett. Und habe es aber nicht so regelmäßig betrieben. Und dann irgendwie mit meinem ersten Job in der Werbebranche eigentlich hat das dann begonnen, wo ich dann gemerkt habe, ich gehe aus dem Büro raus und bin irgendwie schwer im Kopf. Und habe dann begonnen, da regelmäßig rauszugehen und mir das Hirn ein bisschen durchzulüften, also eigentlich für den Kopf und auch nur für mich selbst und ohne irgendeinen ehrgeizigen Hintergrund. Ja. Aber ja, habe dann gemerkt, dass du halt einfach, wenn du regelmäßig gehst, sehr große Sprünge machst vom relativen Anfänger, machst du ja Riesensätze beim Laufen. Du bist wirklich sehr viel schneller und sehr viel besser und kommst weiter und ja, da kam dann der Motivationsschub ins Spiel. Sehr cool. Wettkämpfe zu machen und dann auf längere Sicht auch in einem Verein beizutreten. Das hast du gemacht, gell? Genau. Sehr cool. Wie heißt der Verein in Graz? Running Graz. Running Graz. Sehr cool. Ich glaube, wir sind ja der größte Laufverein in Graz mit aktuell so 160 Mitgliedern. 160 Mitglieder. Wahnsinn. Und da macht es ja ganz normal wie beim Verein Trainings aus, Zeiten, da haben wir eine Laufgruppe, laufen wir die und die Route, dann für Anfänger die Route, für Fortgeschrittene eher die Route. Genau, es gibt also da regelmäßige Lauftreffs bei uns, wo halt meistens auch erfahrenere Mitglieder von uns dann vertreten sind, wo du sagen kannst, du laufst jetzt dann mit einem ambitionierten Tempo mit, du laufst mit einem gemütlichen Tempo mit oder du laufst mit einem schnellen Tempo mit. Also ist eigentlich da für jeden was dabei. Wir haben auch von wirklichen Topläufern bis zum kompletten Hobbyläufer-Anfänger eigentlich alles dabei. Also komplett quer drüber und du musst nicht irgendwie jetzt weiß gut was für eine Maschine sein, dass du zu dem Verein kannst. Und das macht es eigentlich aus. Ja, sicher. Sympathische Truppe. Ja, richtig cool. Sehr, sehr cool. Ja, Laufen ist ja, wie du richtig sagst, das ist ja ein perfektes Training eigentlich, wenn man das gerne macht. Das ist die Voraussetzung, um den Kopf freizukriegen. Das ist Bewegung generell. Also ist Bewegung so wichtig, einfach to take the edge off, ein bisschen runterkommen und dass nach der Arbeit der Kopf so schwer ist, dass man Ausgleich braucht. Und viele Menschen machen da aber den Fehler, dass sie dann nichts mehr machen oder beziehungsweise dann den Arsch nicht hochkriegen. Und damit sage ich jetzt nicht, ihr müsst jetzt alle laufen gehen oder ihr müsst jetzt alle ins Fitnessstudio gehen. Um Gottes Willen, um das geht es gar nicht. Sondern einfach für sich was zu finden, wo die Bewegung, eine Balance zwischen ich bin jetzt da raus aus der Arbeit und ich kann mich jetzt mit meiner Freizeit wieder beschäftigen. Also die Work-Life-Balance, die berühmte Work-Life-Balance. Also finde ich schon gut. Einen guten Ansatz. Ja, da muss im Endeffekt jeder sein Ventil finden. Also genau. Ich verstehe zum Beispiel auch jeden, dem jetzt längere Strecken laufen zu monoton ist. Ich brauche genau das. Andere Leute brauchen was anderes. Ja. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Die Hauptsache ist, dass jeder was findet, wo er abschalten kann. Genau, so ist es. Den Körper ein bisschen, also auch den Körper und den Geist auf andere Gedanken so bringen kann. Ja. Bist du ein Runner mit Musik oder ohne Musik? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich war früher mal extrem mit Musik, dann habe ich es mal abgewöhnt. Weil ich mir gedacht habe, na, das möchte man nicht von der Musik mehr Schrittfolge vorgeben lassen. Hab's dann eine Zeit lang ohne gemacht und jetzt bin ich wieder dabei, dass es ohne gar nicht geht. Also es ist ganz komisch, ich bin da rauf und runter immer wieder. So, einmal so. Richtig, hab an, hab auf. Also ich habe im Endeffekt dann mit Musik die besseren Erfahrungen gemacht. Okay, Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich entdecke auch viel von meiner Musik über die Laufstrecken, wenn ich dann einfach einmal Shuffle laufen lasse und sage. Wirklich? Ja. Und was merkst du da? Es ist so, dass, also generell Musik ist mir halt sehr wichtig, gell? Und ich stehe halt drauf, neue Musik zu entdecken, sieht man im Geschmack ein bisschen, also die Sachen, die da auf E3 so laufen, das meiste kenne ich davon gar nicht,
Weil es zu neu ist, also nein, weil es zu populär ist, oder wie? Ja, weil ich mich eher auf solchen, also ich bin eher so dieser Soundportal FM4-Typ. Okay, ja, okay. Und mit den modernen Chartbreakern sozusagen in den Austria Top 40, das kenne ich alles eigentlich, also zum größten Teil gar nicht. Dementsprechend ist es halt cool, dass mein Spotify-Algo schon so ein bisschen trainiert ist, dass er schon sehr genau weiß, worauf ich höre, worauf ich stehe. Und wenn ich dann sage, okay, spiel mal von dem Song jetzt das Radio, dann haut er mal halt die ganze Strecke durch neue Sachen raus und es ist ziemlich garantiert, dass ich es meist nicht erkenne. Ja. Und die Sachen kommen dann gleich mal auf meine Playlists. Also ich bin da. Spotify-Algorithmen, da ist jetzt um einiges. Ein bisschen freaky. Ja, voll. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen, dass ich in meinem Genre, was ich höre, aktuell ist es Rap und Heavy Metal. Es ist ein heftiger Kombo, aber es geht. Es geht. Kann man auch zusammenbringen. Kann man auch zusammenbringen, genau. Kommt dann Rapcore. und Spotify schießt da wirklich Sachen raus, wo ich sage, hey geil, den Scheiß kenne ich noch gar nicht. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht Kommerz E3, richtig, sondern genau meins. das ist das Thema, ja. Also, ja. Das einfach, und was ja auch auffällig ist, was mich ein bisschen nervt, weil es gibt eigentlich gerade speziell in Graz, aber in Österreich überhaupt so viel Talent und so viel gute Musik, die man einfach nicht kennt, weil sie irgendwann an einer gläserne Decke stoßt. Und wenn es dann einmal wer schafft, dann wird es von den größeren Sendern so K.O. gespürt, dass es kein Mensch mehr hören kann. Also ich denke an solche Dinge wie Bilderbuch, die ich früher extrem gern gehört habe. Ja. Und mittlerweile kann ich sie mir nicht mehr anhören, weil sie erstens einmal schon das liefern müssen, was der Markt verlangt und zweitens, weil es einfach von Sendern wie Ö3 einfach gespült werden, bis sie da raushängen. Ja, schon. Das ist ja. Schade, also dabei gäbe es so viel mehr. Ja, stimme dazu. Aber andererseits ist es ja gut für die Künstler selber, dass sie die Reichweite haben und dass sie auf den großen Stationen gespült werden. Aber ja, für den Hörer, der eigentlich sagt, ich habe sie geil gefunden, wie sie nur Indie waren oder wie sie nur ein bisschen Underground waren, ist es dann schwierig, sie da zu adaptieren, dass man sagt, okay, another commercial. Mm. Also schwierig. Schwierig, ja. Also vor kurzem meine Band live gehört, die ich, Grazer Band, die ich sehr schätze, die aus meiner Sicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ja. Das ist Witch Rider. Witch Rider, okay. Und die habe ich jetzt Ende letzten Jahres live gesehen, auf der kleinen Bühne im Orpheum oben. Und da waren, was werden da gewesen sein, 50, 60, vielleicht waren es 100 Leute, waren es viel. Also eher wenig Leute. Und du denkst, das ist einfach so schade, weil die musikalisch so gut sind. Ja, woran scheitert es dann, glaubst du? Marketing? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn man es da anschaut, die sind ganz gut unterwegs in die Richtung. Ich glaube, es scheitert auch vielerlei daran. Ich kann jetzt nicht für sie sprechen, gell, aber ich glaube, kann man vorstellen, dass die natürlich auch gewisse Sachzwänge haben und weit weg davon sind, dass sie von dem leben können. Gell. Also, dass sie einfach dann schauen müssen, wie zahle ich meine Rechnungen und Musik kommt dann halt hinten an nochmal irgendwann. Ja, klar. Vielleicht wollen es manche auch in dem Ausmaß gar nicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist die Frage, wo ist die Motivation dahinter? Also wo ist eigentlich das eigentliche Ziel? Ich kann jetzt nur spekulieren, ohne jetzt das Ganze von innen zu kennen, aber ich bin einfach der Meinung, dass viele Acts gibt, jetzt in Graz im Speziellen, aber auch in Österreich, die einfach mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, als sie kriegen. Ja, das kann ich so unterschreiben. Definitiv. Aber gibt es Events? Gibt es Events, die Newcomern die Möglichkeit geben oder die Bühne geben? Ja, also es gibt da schon so immer wieder mal diese Dinge. Also Styrian Sounds ist so eine Geschichte, wo dann schon einmal Unbekanntere auch eine Bühne bekommen. Wenn du das einmal prinzipiell so ein bisschen auf Airtime im Soundportal geschafft hast, ist ja schon mal ein Schritt gemacht sozusagen. Mhm. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber du musst halt irgendwo einmal den Fuß in die Tür kriegen. Ja, klar. Dafür gibt es schon Möglichkeiten. Ja, Gott sei Dank. Ja, also und die meisten verdienen sich ihre Sporen dann, glaube ich, eh auch mit dem Live-Spielen. Also. Sogar nicht auf YouTube? Wenn jetzt eine Undercover-Band, keine Ahnung, auch sicher 2 Millionen Klicks auf einmal hat, dann ja gut, ob da viel Geld reinkommt, ist wieder das andere. Das kann natürlich sein. Also es gibt natürlich diese Karrieren, die auf YouTube gestartet haben. Ja. Um jetzt ein etwas Ihnen ins Negativbeispiel zu nennen, Justin Bieber, der ist ja, der verdankt seine Karriere YouTube oder auch wie heißt er? The Weeknd, der ist ja auch ohne YouTube wäre der ja niemals dort gelandet, wo er ist. Ja. Aber das ist halt andere Sphären, du musst diese Klickzahlen nochmal schaffen. Das ist ja, das frage ich mich, wie passiert das? Einfach, ich hau jetzt da ein cooles Lied drauf. Okay, passt. Ich finde es cool, meine Freunde finden es cool, ein paar Fremde finden es auch noch in Ordnung, passt. Dann lade ich das hoch, gehe liegen und am nächsten Tag habe ich, weiß ich nicht, 200.000, 300.000, 400.000 Klicks und dann am nächsten Tag das Doppelte und so weiter und so fort. Wie entwickelt sich das? Ich weiß es nicht. Es gibt da ein paar Dinge, da ist
wer hat da eine Reportage drüber gemacht? Ich glaube, das Y-Kollektiv war das einmal. Die haben da eine Reportage gemacht, wie das auf Spotify läuft, dass es da tatsächlich Leute gibt, die du bezahlen kannst dafür, dass sie einfach deinen Song den ganzen Tag klicken. Oh ja, okay, okay. Damit das dann, es wird genau das konterkariert, was das ja eigentlich heißen soll, nämlich dass populäre Songs, die vielen Leuten gefallen, weiter hochgereiht werden. Aber genau das ist ja dann damit der Fall, dass das dann einfach gefaked ist. Ne? Also das sind Dinge, die behaupte jetzt nicht, dass die bei allen passieren, aber das ist sicher eine eigene Industrie, die sich da quasi entwickelt auch. Also, so wie Follower kaufen. So ähnlich, ja. Nur das Follower-Kaufen im Vergleich ziemlich sinnlos ist. Das hat eine Wirkung. Ja, Follower-Kaufen ist tatsächlich sehr sinnlos. Hab selbst probiert. Absoluter Blödsinn. Ich habe das gemacht, auf einmal schießen, was habe ich noch gekauft? Ich habe, glaube ich, 150 Follower habe ich mal gekauft. Ich wollte es einmal austesten, das war vor 1,5 Jahren. Und auf einmal sehe ich, okay, passt 150. Und dann geht es weiter. 200, 300, 400, 500. Nein. Da bin ich von 700 Followern auf 7200 Follower gekommen. Da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Und das ist ja so verspammt dann alles. Mhm. Und das ist da jetzt, wo die Sinnlosigkeit reinkommt. Weil du postest was und irgendwelche Leute schreiben da, promote that on, send me this und this und this. Mhm. Du wirst zu gemüllt mit dem Scheiß. Jakob, ich schwöre dir, ich habe gebraucht 2,5 Wochen, dass ich diese Follower einzeln rauslösche, damit ich keinen Fake-Follower mehr reinkriege. Nie wieder, also sinnlos ohne Ende. Bei mir ist es halt auch so, jetzt aus Social-Media-Sicht irgendwie, insofern ist es reines Gepose, weil es wird immer gesagt, ja, Followerzahl hier, Followerzahl da, aber wenn man jetzt das konkrete Beispiel Instagram hernimmt, ich schaue nicht, ob jetzt ein Profil so und so viel Follower hat, um die Relevanz als vordergründig zu bewerten, sondern die Frage ist, wie ist die Engagement-Rate? Also wie wird interagiert mit dem Content? Weil dann siehst du nämlich schon, wenn jetzt einer Hausnummer 10.000 Follower hat und dann kommentieren bei jedem Post so 60, 70 Leute oder interagieren 60, 70 Leute, dann weißt du halt einfach, dass er einen Haufen Totholz dabei hat und dass diese Followerzahl einfach nur jetzt blöd gesagt, zum Flexen da ist. Wenn du dann Interaktionen hast, die höher sind, aber die Followerzahl dafür geringer ist, dann ist die Followerzahl wieder total in Relation zu sehen. Eigentlich. Ja. Und dass du heute sowieso deine Followerzahlen organisch so weit vorbringst, ist sowieso nicht möglich in der Form mehr. Furchtbar schwierig ist das. Es war früher sehr einfach, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Okay. Ich habe vor, das ist jetzt auch schon 9 Jahre her, grippebedingt aus Langeweile eigentlich, einmal eine Facebook-Seite gegründet, die, keine Ahnung, ich bin 2 Wochen daheim gelegen was die, und halt wollte nicht aufhören, die ganze Geschichte. Und da haben wir gesagt, okay, weißt du was, irgendwie, jetzt ist halt gefühlt jede Seite im Internet schon 2-mal besucht und jetzt gründe ich eigene Facebook-Seite. diese Seite ist mir durchs Dach gegangen. Ich kann mich noch erinnern, die ist mal in einer Woche, glaube ich, um 35.000 oder 40.000 Leute gewachsen. Wirklich? Da ist dann der... Da war dann lustig, da hat mir die kleine Zeitung interviewt. Wirklich? Der Thomas Seidel, der damals noch Praktikant bei Antenne Steiermark war, ist plötzlich bei mir in der Küche gesessen und hat mich interviewt zu dem Thema. Was war das für Seidel? Das, ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist, das war die Steirer Memes Are Very Good. Ja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vor mir sitzt eine Legende. Ja, eine Legende, möchte ich nur sagen. Ja, wie geil ist denn das? Ja, scheiße, geil. Okay. Okay, geil. Also, ich komme jetzt gerade nicht aus dem Staunen und aus dem Lachen raus. Also, Hammer. Staunen könntest du, wenn ich jetzt sagen könnte, es wäre geplant gewesen alles. Es war alles einfach nur ein riesengroßer Zufall. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Aber so passiert es ja auch. Und so passiert es ja. Richtig geil. Und okay, passt. Dann hast du jetzt diese 40.000 Leute da folgen. Wie ist es weitergegangen? Es ist dann weitergegangen, dass... Also auffällig war halt diese extreme Wachstumsrate innerhalb von einer Woche. Mhm. Da sind dann auch die diversen Redakteure darauf aufmerksam geworden und haben mich natürlich interviewt. Es hat dann weit geschlagen. Ich hab ein Interview gegeben auf FM4. Ja, geil. Also schriftlich der leider vor kurzem verstorbenen Gerlinde Lang von FM4. Und da hat solche Dinge, die kleine Zeitung hat regelmäßig berichtet über uns. Und geil. Also zum Beispiel wie zum April-Scherz zum Beispiel haben wir irgendwie, was haben wir da gemacht?
Genau, irgendwie da haben wir den Leuten erklärt, dass uns der Kavalier gerichtlich verboten hat, die Seite weiter zu betreiben, wenn wir ihn in einem Post beleidigt haben. Die Leute haben das komplett gefressen. Ja. Und ja, das Ganze ist dann halt irgendwie weitergelaufen. Ich bin dann allein nicht klargekommen. Also ich bin allein nicht zurechtgekommen, weil was die Nachrichten am Tag ein paar hundert gekommen sind, die Leute Wahnsinn. Haben alle Meme-Ideen gehabt. Weil es einfach, da habe ich anscheinend einen wunden Punkt getroffen, dass es Memes auf Hochdeutsch zwar gegeben hat, aber auf Steirisch nicht. Ja. Und die auf Hochdeutsch waren seicht. Ja. Und der steirische Dialekt ist halt einfach, der eignet sich wie perfekt für sowas. So ist es, ja. Und also da sind wir dann teilweise wirklich eine Stimme geworden, die wo dann die Öffentlichkeit berichtet hat, wie wir auf Themen reagieren. Auf ein Wahlergebnis in der Steiermark, EU-Wahl, wo die FPÖ so stark war. Ja. Da haben wir gesagt, ja, jetzt, weil die Steirer anscheinend auch ohne uns ganz lustig sind, posten wir jetzt eine Woche nichts. Ja. Also, ja. Waren die Leute, also das ist wahrgenommen worden in der Öffentlichkeit. Wahnsinn. Und ja, mittlerweile, wir haben dann ein Admin-Team aufgebaut, wo wir dann zu fünf waren zur besten Zeit. Ja. Und zu sechs sogar, ich weiß es gar nicht, weil ich einfach allein hin und vorne zusammengekommen bin. Ja, das glaube ich da. Und keine Chance gehabt habe. Wahnsinn. Da war einmal einen halben Tag kein Post raus, ist schon eine Nachricht geschrieben worden, wo seid ihr, ich will unterhalten werden. Echt jetzt? Ich habe das ganz lustig gefunden eigentlich, ja, weil die Leute haben wirklich da jeden Tag bei uns reingeschaut, was haben sie als nächstes raus. Ja. Ne? Also so quasi wie jetzt Graz Wellness halt ist. Ja, ja, also jetzt wäre jetzt ein bisschen vermessen, das so zu sagen, aber ich glaube, diese lokale Welle von lokal bezogenen Memes, die da jetzt über die Welt schwappt, kann ich glaube ich behaupten, dass wir da damals mit Steirer Memes sicher ganz vorne bei den ersten dabei waren. Sehr geil. Und ist schon cool, sowas zu sagen, was dann halt was geworden ist. Mittlerweile machen wir jetzt eigentlich nichts mehr, weil hinten und vorne die Zeit fehlt. Ja, klar. Und alle berufstätig sind und einfach eingedeckt sind. Aber das war schon eine coole Erfahrung damals. Ja, das glaube ich da. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich ich deswegen jetzt auch im Social Media Management beruflich gelandet bin, weil das so ein bisschen die Wurzel war wahrscheinlich. Ja. Ja, war fein. Ich meine, arg. Ich bin sprachlos. Wahnsinn. Ja, es war eine super witzige Zeit. Ja, das glaube ich. Zeit lang sogar kurz einen Leiberl-Shop gehabt, der war etwas kurzlebig, da habe ich noch zwei, drei davon daheim. Okay. Ja. Von Steirer sind wir genau, gut. Genau. Geil. Da haben wir noch, das war lustig. Ja. Mit eigenem Merch schon. Ja, Wahnsinn. Jetzt stell dir mal vor, du hättest das jetzt vor ein, zwei Jahren gemacht. Ja. Das würde dann, oder wäre es dann noch mehr explodiert, weil damals war das bei weitem noch nicht so populär, wie das jetzt ist. Also das hat sich echt Pioniere. Ja, also schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch so, dass sich das auch ein bisschen ändert. Wir waren halt noch in dieser Phase, wo dieser Meme-Trend mehr oder weniger erst nach Europa rübergeschwappt ist. Also, so durch 9gag und Reddit genau, einmal, richtig, gell? Richtig. Wo diese ganzen klassischen Meme-Formate, die man halt von damals noch kennt, oder Bad Pun Dog oder Bad Luck Brian. Ja, also Bad Luck Brian haben wir oft gehabt, ja. X All The Y und die ganzen Sachen. Wir haben ja ein paar selber entwickelt, auch ein paar Formate, die ganz lustig waren. Also so den Scherzherzog Johann. So, das ist ein Gemälde von Herzog Johann, wie er halt ins Tal schaut. Ja. Und oben ist halt immer Schaust down die ganzen Trotteln und unten, unten halt irgendwas mit, wenn es dann geschnieben hat, so geschnieben und alle dran beim Autofahren durch. Ja. Ne? Ich kann sagen, Schaust down die ganzen Trotteln, wie es tun, als ob es im Dezember noch keinen Schnee gehabt hätte. Ich kann mich nämlich erinnern an das Ganze, das war ja so geil. Dann Wahnsinn. Einer hat uns das ist nicht auf unsere Mist gewachsen, das hat ein User uns zugeschickt, das war natürlich naheliegend, diesen legendären Ausraster von Günter Neukirchner. Das ist die nächste Debatte. Genau, das ist das erste Mal, also you've seen it here first, das war bei uns das erste Mal, mit so, wann bist du jetzt endlich mit der Uni fertig? Das ist die nächste Debatte. Das Meme ist aber auch fantastisch. Wunderschön. Dann hast du das kombiniert. Weißt du, hast dann gesehen, so den HP Baxter mit How Much Is The Fish? Ja. Und der so, was die nächste Debatte Frage? Ah, geil. Ja, da sehr hast du schon schön ausspielen können mit der ganzen Geschichte. Ja, das glaube ich. Da. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und Graz Wellness hat das ja jetzt halt für Graz gemacht, lokal. Mhm. Aber das ist ja... Ja, explodiert. Das ist jetzt einfach, wie sich das ganze Thema mit Memes weiterentwickelt hat. Halt ja. Einfach. Also wir haben das ja noch als reine Facebook-Seite gehabt, da war Instagram noch nicht annähernd das Thema, das es jetzt ist. Genau, ja. Und Wellness lebt halt einerseits sehr stark davon, dass es natürlich lokale Themen total aufnimmt, ja. So ein bisschen dieses, bewusst sage ich mal, so ein bisschen dieses Ranzige von Graz hernimmt, aber einfach cool ist, dieses Urbane ein bisschen und dass sie eben auch über ihre Story halt immer extrem aktuell sind bei Themen. Also, das stimmt. Wenn es jetzt schon aus die meisten Leute haben
wieder dieses Europa League war von Sturm gegen PSV, wie dann plötzlich unsere Leute gemeint haben, sie müssen ins Molimelon einreiten. Die meisten Leute haben das zum allerersten Mal über Wellness gesehen, weil die haben das auf der Story gehabt. Also sie leben sich auch davon, dass sie extrem aktuell sind. Das stimmt, ja. Das sind sie wirklich. Nämlich schneller als die Zeitungen teilweise. Ja, absolut. Weil unsere lokalen Mitbürger und Bürgerinnen sehr fleißig das auf Instagram einer zusenden und die sind halt dankbar für jeden Content, den sie haben und den posten es dann einfach. Also, cool. Ich hätte ohne Wellness zum Beispiel nie erfahren, dass irgendjemand gemeint hat, er muss die Christbaum-Sammelstellen anzünden in Graz. Was? Da, echt? Das gab es ja, das ist ein Monat her oder was? Echt? Das ist aber oder zwei Wochen her, da hat irgendeiner gemeint, er muss die Christbaum-Sammelstellen abhatzen. Also eine bei der Oper. Ja. Und glaube ich noch eine in St. Peter hinten irgendwo. In St. Peter auch? Glaube ich, ja. Ist das erfolgreich durch aufgegangen für ihn? Oder? Naja, zwei haben gebrannt, soweit ich weiß. Okay. aber ohne die Story von Wellness zum Beispiel wäre ich da gar nicht draufgekommen. Wärst du draufgekommen, ja. Bei all dem Gerede von Wellness darf man nicht vergessen, es gibt ja noch einen zweiten Instagram-Channel in Graz, der auch Graz-bezogen ist. Und die so ein bisschen permanent im Krieg miteinander liegen, was ganz witzig ist, das zu beobachten. Das ist Graz Wellness und die Uhrturm-Times. Die Uhrturm-Times? Mhm. Okay. Wir haben das jetzt befeuert, Leute, im Internet. Ja, voll. Jetzt geht da draußen, jetzt geht der Fetz los da draußen. Uhrturm Times, okay, kenne ich gar nicht. Uhrturm Times ist ganz lustig, weil die halt Wellness aktiv angreifen. Die steht sogar in ihrer Bio drin, so Wellness muss zerstört werden auf Latein, also Wellness delenda est so. Echt? Auf Karthago muss zerstört werden, ja. Scheiße, die waren so also geil. Die sind da irgendwie ein bisschen. Oder glaubst du, seht ihr das von Wellness, wo sie einfach sich selbst dann noch einmal aufs Korn nehmen? Könnte auch das sein. Das wäre ja der Geniestreich. Wenn das ja ein konzertierter Beef ist, das könnte natürlich auch sein. Ne? Ja. Das wird auch in der kommerziellen Anwendung auch immer wieder gemacht, so inszenierte klar. Beefs. Also. Ja, im Rap sowieso. Im Rap ist klar natürlich, ja. das hat jetzt, vor ein paar Jahren haben das einmal gemacht in Deutschland, ich glaube Edeka und Penny, bin ich mir jetzt nicht sicher, die haben sich gegenseitig wirklich gegrillt. Das dürfen sie aber noch in Deutschland, gell? In Österreich ist das gar nicht mehr möglich, dass du, wenn der Mediamarkt jetzt gegen ein Libro hetzt und umgekehrt, das geht gar nicht mehr bei uns, glaube ich, oder? Jetzt ist es nicht gehört, dass das so nicht ginge, weil man bei den beiden war es auch wirklich, also der Verdacht liegt nahe, dass das abgesprochen war, damit sie sich gegenseitig hochschaukeln mit der Reichweite. Ja, klar, ja. Vor allem so, das hat auch ein bisschen inszeniert gewirkt, aber es war gut inszeniert. Ja. Bei Edeka war ja der du bist ein geiler Typ. Obergeil. Supergeil. Sowas. Supergeil. Ich sag's, aber Werbung bleibt im Kopf hängen. Also das ist, ja gut, die Lutz-Werbung bleibt sowieso immer hängen. Aber ich wollte jetzt gerade das Beispiel nennen. Das ist das Familie-Putz-Prinzip. Es geht alle auf die Nerven, aber es funktioniert. Richtig, weil wir reden auch jetzt drüber. Also wir reden auch jetzt drüber. Funktioniert anscheinend. Aber was funktioniert daran im Hintergrund? Also was ist da der Erfolg? Weil wenn es sichtlich jeden so viel nervt, warum wird das jetzt seit Jahrzehnten durchgeführt und immer weiter erfolgreich gemacht? Was ist der Kern dahinter? Ja, also ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass sich dieses Konzept jetzt langsam auch schon überholt, dass man dann irgendwann einmal auch daran denken sollte, die Familie dann einzustampfen. Aber ich glaube, sie finden jetzt gerade keinen Weg mehr raus aus der Geschichte. Ich glaube, sie haben ein Monster erschaffen, von dem sie nicht mehr so richtig wegkommen. Ja. Aber damals war es natürlich noch auffällig, weil wie die Familie Putz gestartet hat, gell, da war die Werbung noch wesentlich braver. Und da bist du mit wirklich, ich sag's jetzt so bewusst, strunzdummen Dingen einfach aufgefallen. Ja. Und bist rausgestochen, gerade als Lutz, der ja als Möbelhaus eigentlich immer so ein bisschen dieses biedere Image gehabt hat. Da sind die rausgekommen und haben halt dann das komplett zusammengerissen. Ja. Das funktioniert halt auch, wenn du disruptiv denkst. Denk an die BVG, ich weiß nicht, ob die ein Begriff sind. Na? Berliner Verkehrsgesellschaft, die haben. Die sind. Also ich sage das auch bei Kundenterminen so oft, weil die sind halt ein bisschen der Goldstandard in die Richtung. Ja. Okay. BVG, so Berliner öffentlicher Verkehr, U-Bahn, Bus, Straßenbahn, das alles. Also wie bei uns die Holding. Genau, ja. Richtig. Und die haben das halt aufgezogen und einen völlig anderen Ansatz gewählt, weil als öffentlicher Dienstleister wirst du immer in der Defensive sein. Es ist immer so, dass du sagst, von diesen 29 Mal aus 30, wo der Bus pünktlich kommt, davon redet niemand. Das eine Mal, wo er spät kommt,
da bist du in der Öffentlichkeit. Richtig, so, und ja. Der Instinkt von den meisten Dienstleistern in die Richtung ist, sich auf den Rücken zu rollen und zu sagen, es tut uns leid, es kommt nie wieder vor. Und ja. dann erreichst du möglicherweise, dass die Leute noch mehr auf dich draufhauen. Also das, das ist so ein beobachtbarer Effekt. Und die BVG macht das eben alles ganz genau andersherum. Die sagen so, ja, bei uns stinkt es in der U-Bahn nach Kotze und Schweiß. unsere U-Bahnen kummern zu spät. Es werden Lebensmittel in unseren Bussen am Boden gebotzt. Du wirst oft vom Fahrer angeschissen. Und alles nur deswegen, das ist alles Absicht, weil und nämlich, weil wir dich lieben. Und das ist auch der Name ihrer Kampagne, der heißt, weil wir dich lieben. Ja, ist gut. Und sie, man, das kannst du natürlich in einer Stadt wie Berlin mit diesem Vibe und diesem Flair, der dieser Stadt halt anhaftet, kannst du das bringen. Ja. Aber dort ist halt, also sensationell, wirklich, die trauen sich halt auch Dinge, die du dich trauen musst. Ja, sicher, ja. Man, Risiko gehört dazu. Mhm. Und wenn es aufgeht, umso besser. Vor allem, ja, sie haben dann halt einfach, sie haben dann irgendwie so einen weiteren Ansatz gefunden dazu. Ich habe noch ein Bild im Kopf, das ist so, also die Verkehrsbetriebe in Berlin haben eine sehr auffällige gelbe Färbung. Also alle Fahrzeuge sind gelb dort. Und da gibt es ein Foto, das ist mir hängen geblieben. Da war die Fashion Week gerade in Berlin. Mhm. Und da gibt es ein Foto von dieser gelben U-Bahn, wie sie halt durch den Schnee fährt. Einer der seltenen Tage, wo es geschnieben hat in Berlin. Mhm. Der Spruch dazu war großartig von der BVG-Kampagne. Sagt so, kaum ist in Berlin wieder Fashion Week, liegt schon wieder überall weißes Pulver. Das ist der öffentliche Verkehrsdienstleister von Berlin. Ja, geil. Das ist super. Aber das passt zu Berlin. Das passt zu Berlin. Ja. Und sie haben dann halt so super weitere Aktionen gemacht. Sie haben dann gesagt, ihre hässlichen Sitzbezüge, ja. die ausschauen wie ein Skianzug aus den 80er Jahren, ja. Was haben die daraus gemacht? Die haben die nicht ersetzt oder so? Nein, sie haben erkannt, dass die ganzen Hipster dort das eigentlich cool finden wahrscheinlich und haben dann gesagt, okay, wir verkaufen einen Sneaker in dem Design. Der war ratzefatze ausverkauft. Echt? In kürzester Zeit. Dann sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, okay, der Sneaker, wir legen den nochmal auf mit der doppelten Auflage und in der Lasche ist das Jahresticket für die Linien drin. Aha, ist das geil. Das gültige Jahresticket. Das heißt, wenn du mit denen fahren wolltest, musst du seinen Sneaker anziehen. Das ist aber eine geile Idee. Und damit erhöhst du halt auch deine Umstiege und deine Verkäufe von Jahrestickets. Absolut. Also das ist dann intelligent gemacht. Das ist auf der einen Seite lustig, ja. aber es ist halt auch super intelligent aus einem Monetarisierungsgedanken heraus. Ja. Richtig geil. BVG. Genau, BVG. BVG. Und cool. Die Kampagne heißt eben, weil wir dich lieben. Weil wir dich lieben. Leute, unbedingt abchecken. BVG. Ausdrückliche Empfehlung. Ja. Das werden viele wahrscheinlich eh kennen, weil es immer wieder zitiert wird. Mhm. Cool. Haben wir das in Österreich auch sowas in der Art? Außer die Lutz-Familie. Jetzt ja, wer auf den Zug, wer auf diese Linie ein bisschen einschwenkt tatsächlich, seit längerer Zeit schon, sind die Wiener Linien. Die Wiener Linien? Mhm, die gehen so ein bisschen in eine Richtung, ja. Okay. Mhm. Die haben... Nämlich jetzt auch einen, sie haben, was ist das, 2 Jahre oder was ist das her? Ich glaube, es war noch pre-Corona, haben sie einen eigenen, so bewusst trashigen Spot produziert, auf Basis von der Kommissar von Falco, war das der Kontrolleur. Das klingt schon wieder mal fantastisch. Großartig, ja. Die Schwarzkappler, ne, die berühmten in Wien, das ist der Kontrolleur, ja. Geil. Und die haben ja auch provoziert mit einem Sujet, wo... In der U-Bahn, glaube ich, war das ein Typ in Grün und ein Typ in Violett, ein Rapidler und Austrianer, halt drin sind von wegen, ja, Farben sind egal, wir lieben uns auch so und die beiden Typen schmusen halt. Okay. Das war super provokant. Hat natürlich in manchen Bereichen einen Shitstorm ausgelöst, aber ich habe echt gesagt, Respekt Wiener Linien, da musst du auch mal drüber dran. Also, da musst du drüber dran, ja. Die schwenken so ein bisschen in die Richtung ein. Finde ich aber echt auch wieder risikoreich, mutig, aber genial. Vor allem muss man auch sagen, man muss halt immer überlegen, passt es zu meinem Markt? Genau. Was du zum Beispiel nämlich in Berlin nicht bringen könntest, was in Wien super funktioniert, ist die Kommunikationslinie von der Wiener Bestattung. Wien ist ja die Heimat des Todes, ne? Also der Tod und Sterben gehört zur Wiener Kultur dazu. Ja. Und die Bestattung Wien, ich schwöre dir, das Bestattungsmuseum Wien, die sind wow. Also das kannst du nur in Wien bringen, sowas. Was haben die gemacht? Die haben jetzt da vor kurzem eine größere Öffentlichkeit erreicht mit einer Maske, einer Atemschutzmaske, also FFP2 war es, glaube ich, keine, aber halt wegen Corona eine Maske und da ist drauf gestanden, Bestattung Wien Logo und Corona-Leugnen sichert Arbeitsplätze. Oh man. Sensationell. Oh man.
Geil. Oder ein Leiberl mit einem Leichenwagen drauf und drunter der Spruch so, der letzte Wagen ist immer ein Kombi. So, und so weiter und so fort. Ja. Das ist genial. Das ist sensationell. Aber da kannst du nicht bessern, weil es stimmt. Es stimmt. Ja, du, also unausweichlich. Ich habe so lachen müssen, weil ich war bei Pre-Corona in Wien auf einem Konzert. Ja. Von den Editors, ausdrückliche Empfehlung. und da steht direkt vor mir ein Mädel mit einem Turnsackerl. Turnsackerl von der Bestattung Wien, allein dass der Bestattungsinstitut Turnsackerl produziert, ist für mich an sich schon mal ein Wahnsinn. und da steht auf diesem Turnsackerl drauf, ich turne bis zur Urne. Oh man! Da habe ich sie ansprechen müssen, das ist großartig. Das ist fantastisch. Ja, dann hat sie mir noch gesagt, ihr Lesezeichen, was sie mit hat, in einem Buch drin, Lesezeichen schwarz mit dem Bestattung Wien Logo, ein sitzendes Skelett in einem Lesesessel mit ich lese, bis ich verwese. Also. Aber das ist geil. Bei solchen Sachen geht mir das Herz auf als Werber. Ja, das glaube ich da. Das glaube ich da. Aber das funktioniert nur in Wien, ja. Das kannst du wirklich nur in Wien bringen, das einfach weil das Tod und Sterben und im Wiener Lied der Tod einfach so verankert ist. So ist es, ja. Und das wirklich in der Kultur halt einfach drin ist. Ja. Und Tod und Wien ist dort ist ein Friedhof, ein Treffpunkt. Ja, ja. Hm. Schön gesagt. Ja. Ja, Wien ist anders. Völliger Hinsicht, ja. Wien ist tatsächlich anders und zwar auch im Fußball. Etwas, was mich gewaltig nervt als Fußballfan, ist der Fakt, dass Rapid Wien immer noch sagt, dass sie Rekordmeister sind. Das ist etwas, was mich stört, weil seit es die österreichische Bundesliga gibt, hat ja Austria Wien die meisten Bundesliga-Meisterschaften gewonnen. 16 oder 17 sind es. Ich meine, Salzburg schafft es bald. Hat, glaube ich, schon. Wie viel hat denn Salzburg jetzt schon? 12, 13? Ja, du, ich müsste legen, wenn ich sage, dass mich Salzburg jetzt wirklich brennend interessiert. Ja. Nein, also, sie haben schon Minimum 10, weil sie jetzt den Stern tragen dürfen, aber ja. Na gut, Sturm hat auch mal einen Stern gehabt, aber wir haben... Naja, das waren aber Designelemente, die haben mit. Und trotzdem haben wir einen Stern gehabt. Die haben, glaube ich, 8 gehabt sogar. Das war, wenn wir Champions League gespielt haben. Ah, Grazer Stings, gell? Ja. Na und eben, Rapid sagt, sie sind Rekordmeister mit 31 Titeln. Und das ist ja alles okay, aber jetzt ist meine Frage, und du bist ja auch sehr fußballbegeistert. Vor der österreichischen Bundesliga hat es ja mehrere Bundesländerligen geben, Steirer Liga, die Wiener Liga und solche Geschichten. Und ich weiß ja auch, dass Rapid sehr oft die Wiener Liga oder die Wiener Stadtliga gewonnen hat, auch einmal die deutsche Meisterschaft. Das möchte ich einer gar nicht irgendwie aberkennen. Und na, liebe Rapid-Fans, keine Sorge, es hat es eh alle okay. Aber das geht mir nicht ganz ein, diese Rechnung. Das geht mir nicht ein. Ich bin da, also natürlich, ich verstehe, wo das herkommt. Das heißt, ja. wenn du die österreichische Meisterschaft, eine gesamtösterreichische Meisterschaft wahrnimmst, ist Rapid nicht Rekordmeister, das ist richtig. Aber man muss sich auch überlegen, in den frühen Zeiten, ich rede da so erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, 20er, 30er, 40er, 50er. Sowas, ja. Genau. In dem Bereich muss man einfach sagen, da verstehe ich das, dass das eine Legitimität hat, weil da ist der Fußball in Österreich in Wien gespielt worden und die Bundesländer waren so derartig weit hinterher, dass das Niveau einfach in Wien, also kein Verein aus den Bundesländern hätte das Niveau von den Wiener Clubs auch nur annähernd erreichen können. Ja. Und von dem her bin ich, also selbst wenn eine gesamtösterreichische Liga da gespielt worden wäre, wären trotzdem die Rapidler Meister geworden. Mhm. Das ist meine Meinung. Okay. Also es hätten sich trotzdem die Wiener Clubs ausgeschnappt. Ja. Und von dem her, ja, natürlich. Also eine gesamtösterreichische Meisterschaft, klar, natürlich ist das eigentlich die Austria, aber ich bin trotzdem gewillt, den Rapidlern das zu geben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, weil das Leistungsgefälle einfach in der Zeit so extrem hoch war. Es hat ja bis in die 60er Jahre gedauert, dass genau, ein Nicht-Wiener Club österreichischer Meister wird mit dem LASK. Ja. Und das sagt eigentlich eh schon alles. So wird es noch nicht gesehen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja. Ja, das macht Sinn. Siehst du? Nein, jetzt hast du mich auf Guard erwischt. In meiner Hetze. Oh, das ist noch keine Hetze. Thema Hetze ist aber noch lange nicht drin. Nein, noch nicht. Nein. Kommt noch. Genau. Stay tuned. Okay, gut, so habe ich das nicht gesehen. Okay, passt. Ja, na gut, man kann den Rapidlern sie haben eine große Leistung gemacht. Ich finde es auch mit der deutschen Meisterschaft. Das ist das Geilste für mich. Genau, das ist, wenn wir einfach sagen, wir als Österreicher haben. Rapid wie ein deutscher Meister, was war es? 41? Die Hitler, ja, 41, glaube ich, war es, ja. Genau. Gegen Schalke im Finale. Ja. Das machst du natürlich wieder, gell? Ja, natürlich. Ja, und der letzte Schalke-Meistertitel ist ja gar nicht so lange her dann. Irgendwann in die 50er, 56, 53, sowas. Sowas, glaube ich, ja.
Der letzte deutsche Meistertitel. Ja, und der einzige deutsche Meister der Herzen. Ne? Richtig. 3 Minuten lang deutscher Meister. Dann kam Bayern München. Ja, ja, das ist wirklich Wahnsinn, oder? Die Geschichte, das kann ich mich noch erinnern, ja. Aber Wahnsinn, es ist, weil wir gerade von Dings geredet haben, von Sturm und auch Leistung im österreichischen Fußball, dass die bei weitem nicht so gut waren wie die Wiener damals. Mhm. Red Bull wollte ja bei Sturm einsteigen. Hast du das gewusst? Diese Geschichte habe ich tatsächlich nie gehört. Die habe ich in einer vergangenen Episode von euch einmal irgendwie vernommen, dass das einmal der Fall war. Das habe ich nie gehört. Okay, ich habe das schon von mehreren Ecken gehört und ich sage mal so, ich glaube es. Sturm Graz wird ja, hat ja eine Sponsorsuche oder sowas gehabt, aber Buntigammer hat dann natürlich den Platzhirschen wieder übernommen. Passt ja auch, ist ja okay. Und hat halt Red Bull abgewiesen. Und das Gleiche war auch bei Tirol. Die Innsbrucker wollten nicht Red Bull Innsbruck heißen. Und dann ist eben Red Bull nach Salzburg gegangen. Das war so vom sportlichen Aspekt her. Weil der Mateschitz ist ja Steirer und er wollte ja auch den steirischen Fußball dementsprechend fördern. Mhm. Ich meine, der Stronach hat es ja kurzzeitig gemacht in Graz. Ja, der hat uns den Beric gekauft. Ja, genau. Danke für nichts. Wow. Bist du narrisch. Ich meine, wenn wir jetzt schon von Beric reden, warst du bei dem Spiel im Stadion, wo der Kainz und der Beric das erste Mal gegen Sturm gespielt haben und wir haben den Schweinekopf aufgehängt? Das konnte ich mir nicht entgehen lassen, dieses Spiel. Bist du narrisch. Das hat schon sehr weh getan, muss ich sagen. Zu dem Thema ist ganz lustig, da habe ich ein bisschen einen anderen Ansatz. Natürlich hat sich die Öffentlichkeit überschlagen, wie niveaulos das nicht alles ist und wie schrecklich und wie furchtbar und wie primitiv sind nicht die Sturmfans. Und das sind ja nicht die echten Fans, weißt du? Bei der Fankurven, das sind nicht die echten Fans. Nein, das ist so klassisch, diese schönen kleine Zeitung-Headlines, wo dann immer steht, Fans unter Anführungszeichen und so. Ne? Da bin ich halt nicht einverstanden, weil das ist so, man muss nicht alles gutheißen und nicht alles begreifen, was den Leuten hinter dem Tor wichtig ist. Aber, und das war ja nicht unbedingt jetzt die feine englische Art, aber Punkt 1 ist, und das ist das, was ich immer sage, Fußball ist kein Dichterstammtisch. Richtig. Da bin ich einer, ich habe mich im Griff und da bin ich auch einer, der mal zwischendurch einfach mal Sachen abschreit, die ich im normalen Leben nicht mehr sagen würde. Ja. Das ist einfach dort so. Das ist der Fußball soll nicht clean sein. Ich will meinen Fußball dreckig haben. Lacht er mich an, ja, ganz chemisch. und deswegen sind solche Sachen für mich, also ich kann mich über sowas nicht echauffieren, mich amüsiert das eher. Er hat Unterhaltungsfaktor gehabt, definitiv. Vor allem, es war nicht dann danach, die sind mittlerweile aus dem Erscheinungsbild verschwunden, aber als Grazer weißt du das sicher auch, also als jemand, der in Graz lebt, weißt du das bestimmt, dass ja überall die Pickerl in der Stadt verteilt sind, überall Sticker Wars in der ganzen Stadt sind, ja, und klar, die kommen über die Kreativität immer sehr abhauen. Ja. Und nach dieser Kainz-Geschichte war ja dann tatsächlich ein Bild vom Kainz als Sticker in der Stadt, Florian Kainz mit Schweinsohren und es ist ein Schweinskainz. Schweinskainz. Kann man natürlich sagen, okay, manche Leute finden das geschmacklos. Ich bin immer vorbeigegangen und habe immer sehr schmunzeln müssen. Ja, das gehört dazu zum Fußball. Das ist so langsam jetzt nicht jagen und einem irgendwie körperlich wehtun wollen oder so. Das ist einfach, er hat den Club verlassen und er ist jetzt zum Rivalen gegangen. Ja, und er ist Profi und er muss klar sein, dass das halt beim Club wie Sturm nicht einfach so geht. Genau so ist es. Und das wird halt umgekehrt auch nicht gehen, weil irgendein großer Rapidler zu uns wechselt. Ich erinnere mich an die Geschichte mit dem Trimmel. Der Trimmel ist ja Erzrapidler. Ja. Und der ist bei Rapid nicht verlängert worden und wollte halt auf dem Niveau bleiben und hat dann ein Angebot von Sturm gekriegt und der hat sich ja angeblich, also ich habe keinen Einblick in den Block West, aber angeblich hat er sich ja tatsächlich von den Ultras sogar das Okay geholt, ob er das darf. Wahnsinn. Ja. Wie bei der Mafia. Ja. Die Rapid Ultras sind ja europaweit einer der nicht größten, aber stimmungsmachendsten Fangruppierungen, die in Europa im Fußball tätig sind. Und absolut. Und haben auch ein Standing völlig zu Recht. Bei aller Rivalität muss man einfach sagen, natürlich Rapid, unser großer Rivale. Ja. Aber auf der anderen Seite musst du einfach sagen, was ist denn das interessanteste Spiel in Österreich? Was ist das interessanteste Spiel? Das ist für mich kein Wiener Derby. Na, stimmt. Die Austria ist für nichts für mich. Findest du wirklich, dass die Austria für nichts ist? Die ist komplett für nichts. Die fantechnisch seit Jahren. Und ja. Und irgendwie der ganze Club ist nur noch ein Witz. Also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, Clubs aus Wien, die ernst nehmen, kommt die Austria am 4. Platz inzwischen. Echt? Ja. Wer ist davor? Ein guter Rapid? Ja, der Sportclub und die Wiener. Okay. Ja. Ja, also die nehme ich auch noch wesentlich ernster, als ich die Austria ernst nehme. Und steigen aber die ab. Steigen auch nicht ab. Steigen aber wirklich nicht ab. So ins auch nicht. Das passt, die kenne ich ja wohl dazu. Aber trotzdem,
Und ich wünsche auch der Austria, dass es ihnen irgendwann besser geht. Aber der Club ist halt jetzt momentan wirklich ein Schatten seiner selbst. Ja, aber Sturm vor kurzem auch. Ist bei uns auch noch nicht allzu lange her. Richtig, ja. Aber es ist halt für mich so, die zwei größten Clubs in diesem Land, und da kann Salzburg noch so oft die Liga gewinnen, das österreichische Spiel für mich ist Sturm Rapid. Ja. Jeden Sonntag auf ORF1. So ist es. War herrlich. Für mich ist sowieso also ich mache jetzt ein Statement, für das ich oft ein bisschen am Deckel kriege, aber für mich ist es so, der österreichische Meister ist für mich der Zweiter hinter Salzburg wird. Ja. Weil Salzburg, weiß ich nicht, also für mich ist das irgendwie, was Salzburg macht, sportlich muss man sagen, der Fußball ist abartig schön, verstehen wir falsch. Ja. Das ist ganz, ganz hohe Kunst, und man sieht auch, dass die mit der Spitze in Europa mithalten können. Ja. Natürlich. Nur das Drumherum, Fußball ist mehr als nur elf Leute fahren rausen. Fußball hat Kultur, Fußball hat Geschichte, Fußball hat Identität, und nichts davon ist bei Salzburg da. Nichts davon. Weil die Austria Salzburg ist ja hat Zwangsabstieg gehabt. Also kurz davor. Also sie waren, glaube ich, kurz vor dem Insolvenzverfahren, und dann ist Red Bull eingestiegen dort. Und deswegen ist das, was du eingangs gesagt hast, ja, wenn Red Bull bei uns eingestiegen wäre und uns dieses Austria Salzburg Schicksal geblüht hätte, sage ich mal, dass wir dann Red Bull Graz geworden wären und sich die Leute bei uns abgespalten hätten, ja, und heute dann gesagt haben, keine Ahnung, Spielgemeinschaft mit dem GSC, und wir fangen ganz unten in der Gruben wieder, ja, von vorne an, ich wär mit runtergegangen. Wäre sofort dabei. Ich wäre mit runtergegangen. Die Gruben? Ja, das glaubt. Ich wäre in die erste Klasse Mitte, in die Holzklasse gegangen, da hätte ich noch selber mitgekickt. Für das, ja, das hätte es noch gereicht. Kicken kann ich nicht, aber laufen kann ich. Ja, perfekt. Du, da gibt es einige Kicker, da bist du. Ja. Nein, da bin ich voll bei dir. Also die Tradition macht viel aus, und die Geschichte, und du siehst das ja eh auch im englischen Fußball, was wir für traditionsreiche Clubs wir da drinnen haben. Also Liverpool, Newcastle, Manchester. Gut, Manchester, wobei nicht so mehr. Man sieht erst ob Ferguson, aber du weißt, was ich meine. Ja, wobei England, muss man auch sagen, sich da auch schon leider sehr, sehr schlecht entwickelt. Also die Premier League ist ein ziemliches. Ein Scheichtum geworden. Ist ein eigentliches Emirat geworden. Ja. Und auch die Entwicklung so. Also, wenn du dir anschaust, wie sich die Spielstätten entwickeln. Also, erstens einmal dieses komplett skrupellose mit Geld um sich werfen. Wenn man schau auf Newcastle, das ist ja eine Frechheit, was da passiert. Wahnsinn, oder? Aber brauchst du auch nicht nach Newcastle schauen, du kannst zu jedem Club eigentlich schauen in der Premier League. Da ist überall ohne Geld geht gar nichts mehr. Da ist Leicester noch die haben auch einen reichen Mann im Hintergrund gehabt, aber der war vielleicht nicht ganz so ein schwieriger Fall wie die anderen. Ja. Und die Spielstätten, die alten englischen Stadien, diese englische Atmosphäre, von der immer gesprochen wird, die gibt es für mich seit vielen Jahren nicht mehr. Also die ist damit gestorben, wo dann die englischen Familien aufgrund der Preise mehr oder weniger ausgesperrt wurden. Ja. Und halt dann irgendwann nur noch die englischen Fußballfans haben für Clubs wie Manchester United oder Manchester City vor allem, diese VIP-Gäste, einen Begriff erfunden, der ganz gut passt. Die nennen solche Leute die Prawn Sandwich Brigade. Die Prawn Sandwich Brigade, okay. Und die ist halt leider, breitet sich extrem aus in der Premier League. Auch, ja, bei meinem Club, bei West Ham, ist es so, also ein riesengroßer Sündenfall, dass wir unser altes Stadion verlassen haben. Upton Park war typisch englisch. Upton Park, ich habe selber noch ein Spiel gesehen dort. Oh, geil. Gegen die Queen's Park Rangers. Ah, cool. Super geile Geschichte. Und da gehst du halt aus der U-Bahn raus, gehst mitten durch dieses Backstein gemauerte Wohnviertel, und plötzlich taucht da dieses Stadion für 40.000 Leute. Wie bei Hooligans, der Film, genauso. Genauso. Der ist ja auch dort gedreht, auf der Green Street. Ja. Und da hast du im Original auch Green Street, der Film, weil das Stadion an der Green Street liegt oder gelegen ist. Und wie wir dort dann ausgezogen sind und das Ding abgerissen haben und dann auch nach Stratford rausgezogen sind, ins Olympic Stadium oder London Stadium, wie es jetzt heißt. Ja. Das ist. Und ich war selber nicht dort, aber wenn ich halt so höre und mir die Bilder anschaue, das schaut aus wie weiß nicht, ein Einkaufszentrum mit angeschlossenem Fußballstadion. Also, furchtbar. Also das ist. Ja, Mann, es ist der Lauf der Zeit. Also es ist die eine Frage, es trifft jetzt eine neue moderne Fußballgeschichte auf Nostalgie gepaart mit Euphorie. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich verstehe die. Mhm. Also ich finde auch, jetzt Jan, shout out to you. Das Stadion von Arsenal hat mir früher viel besser gefallen als Highbury, als das jetzt. Ja, Highbury war cool. Highbury war richtig geil. Es war einer der kleinsten Spielflächen, die laut Regelbuch erlaubt waren. Ja, richtig. Und das hat so viel schwieriger gemacht dann für die Gegner, im Highbury zu spielen. Und das war einfach, Alter,
Geil, und da habe ich auch die Legende Thierry Henry miterleben dürfen. Ich habe es leider nie live gesehen, aber das Highbury hat für mich richtig Geschichte. Oder das Stadio delle Alpi. Bist du gescheit? Gut, aber das muss man sagen, delle Alpi war bei den Juve-Fans und auch bei den Torino-Fans ja verhasst. Ja, weil es halt wirklich ein Baracken war schon, gell? Ja, vor allem die Sicht war ja furchtbar schlecht angeblich auch und das riesengroße Laufbahn dabei. Also da ist eines der wenigen Fälle, wo ich sage, da hat Juventus mit dem jetzigen Juventus-Stadium einen besseren Tausch gemacht. Das ist auch schön. Das stimmt schon. Du bist knapp dabei am Rausen. Das ist eng, das ist steil, das ist ein Neubau, der geil ist. Da hast du das Spiel halt ein bisschen näher bei dir. Und das ist das Thema. Ich bin nicht per se gegen Stadionneubauten, überhaupt nicht. Wenn du da von Rapid das Weststadion anschaust, mein Hanabi-Stadion war legendär, gell? War absolut legendär. Da habe ich etliche Spiele draußen gesehen. Das war ein super legendäres Stadion und Stimmung ohne Ende. Abgeranzte Bude, aber Stimmung ohne Ende. So ist es, ja. Und die war sehr skeptisch, wie sie das neue Stadion gebaut haben. Nur wie ich dann selber ein paar Mal dort war, es ist schon geil. Vor allem der Block West so auf dieser steilen Tribüne, das ist schon... Du, die neuen Stadien sind ja auch nicht so ohne. Also, schau dir die Bayern an. Warst du schon mal drinnen im Allianz-Stadion? Ja, sicher. Geil. Mhm. Kannst nichts sagen. Mhm. Außen, technologisch, mit den Farben. Wie 1860 nur dort war das auch Außen cool, blau, mit dem Hellblau, ja. Richtig cool. Mein Problem ist halt, dass moderne Stadien für mich halt irgendwie alle mehr oder weniger gleich ausschauen. Also es ist so ein Baukosten. Das ist es, ja. Es gibt wenige Ausnahmen, wo auch ein Neubau durchaus Charakter haben kann. Ja. Ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren im Rahmen einer Polterei in Hamburg den FC St. Pauli zu sehen gegen Braunschweig. Und die Pauli hat ja auch das Milan-Tor am selben Ort neu gebaut. Mhm. Also wirklich während dem Spielbetrieb neu gebaut. Und das ist ganz geil. Das ist so außen mit Backsteinen hochgezogen und halt vier Tribünen mit offenen Ecken. Also ja, geil. Und das klingt wie so ein FIFA Random Stadium. Ein bisschen schaut es auch so aus. Ja. Schaut ein bisschen so aus, ja. Haben wir Kindertagesstätte drin, lauter solche Sachen. Es passt halt zu Pauli. Und das ist zum Beispiel ein cooles Stadion geworden. Das ist ein Neubau geworden, der mir echt gefällt. Ja. Da war im Gegenteil, das alte Milan-Tor war ja ranzig, muss ich wirklich sagen. Ja, Veränderung ist nie schlecht, also nicht immer schlecht. Sagen wir so. Ist es. Das sage ich ja, Gottes Willen, nicht. Also da bin ich schon bei dir, ja. Man kann sehr wohl bei solchen Stadien auch bei Neubauten dafür sorgen, dass die Charakter haben und wirklich ein Upgrade sind. Also für mich muss ich sagen, das Rapid-Stadion ist für mich im Endeffekt ein Upgrade. Ist ein Upgrade, ja. Für Sturm Graz vielleicht auch einmal eine Idee. So auf 70.000 Zuschauer startet. The Dome. Genau. Da 70.000, das bringt mein Leben noch nicht hin. Da müssen wir sehr Stahltribünen bauen. Das stimmt. Mir würde ja schon reichen, wenn Liebenau wirklich einmal das Sturmstadion wäre, was es ja faktisch eigentlich ist. Wo ja auch die Initiative dahinter ist, aus der Fanszene heraus, dass Liebenau wirklich das Sturmstadion wird. Mhm. Weil das wäre genau das Richtige für mich. Ja. Hätte auch eine, wie soll ich sagen, es wird eine Brücke schließen, weil Sturm hat ja zwei historische Heimaten. Ja. Also das eine ist Jacomini, der Augarten mit der Grube natürlich. Genau, ja. Und das zweite ist halt einfach Liebenau, weil wir dort ja auch schon immer wieder Ausweichspiele gehabt haben. Wenn die Gruben für Spiele jetzt klar war, haben sie in Liebenau in die 60er, 70er Jahre schon gespielt. Also genau, ja. Im alten Stadion noch. Und das hätte sowohl einen Heimatcharakter für Sturm und wenn dieses Stadion sozusagen de facto wirklich unseres sein könnte. Gehört der Stadt Graz jetzt, oder? Der Stadion. Der Stadt, genau, richtig. Ja. Und Sturm ist halt als Mieter drin. Genau. Der GRK auch wieder. Genau, der GRK wieder, weil Weinzödel, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, haben versucht, Weinzödel herzurichten für die zweite Liga, dass es tauglich ist, aber es ging irgendwie so nicht, wie Sie es vorstellen. Das heißt, die Miete wahrscheinlich günstiger, als wenn Sie jetzt da investieren und. Genau, Sie können, glaube ich, dort auch nicht ausbauten, können es, glaube ich, nicht viel machen, weil direkt ans Stadion, glaube ich, auch ein Wasserschutzgebiet angrenzt, lauter solche Dinge. Also. Und man muss dazu sagen, dass diese Anlage ja nie als Stadion geplant war. Das war ja als Trainingszentrum im GRK. Weinzödel draußen, bevor es ihnen dann finanziell nicht so toll gegangen ist. Und sich ein bisschen überhoben an der ganzen Geschichte, aber so es war ja als Trainingszentrum geplant. Also genau, ja. War das irgendwo klar, dass das für den GRK nichts wird. Ja. Und es wäre halt sinnvoll, so eine ähnliche Lösung, wie es in Linz ist, anzustreben, finde ich halt. Mhm. Die da wäre? In Linz war es so, dass der LASK hat die Google übernommen, also das große Linzer Stadion. Mhm. Und hat die ganze Kugel ja bereits abgerissen und baut dort neu. Mhm. Also ein eigenes LASK-Stadion sozusagen. Mhm. Und Blau-Weiß hat einen eigenen Ground gehabt. Das Donaupark-Stadion, glaube ich, heißt es. Und das wird eben von der Stadt Linz zusammen mit dem Land Oberösterreich, wenn ich es richtig verfolgt habe, komplett neu gebaut. Okay, geil. Und damit sozusagen, weil die Kugel hat ein ähnliches Problem gehabt, wie es Liebenau gehabt hat, nämlich dass die Stadt damit Verlust gemacht hat. Ja.
und den der Steuerzahler auffangen muss im Endeffekt. Na klar. Das, genau das Thema haben wir mit Liebenau. Wer sonst? Ja, klar, natürlich. Und das Thema haben wir mit Liebenau auch, dass die Stadt eigentlich mit Liebenau Geld versenkt. Und wenn es bei Sturm allein wäre, dann wäre die Stadt das los. Also ist jetzt eine Milchmärchenrechnung, aber so natürlich, ungefähr ist es in die Richtung. Ja. Mit der Einsparnis könnte man dann ein kleines, aber feines, vielleicht ausbaufähiges Stadion für die Roten finanzieren. Ja, weil, aber braucht man zwar Stadion in Graz? Ich finde ja, weil okay. Brauchen ist die Frage. Also es ist so, wenn du dir anschaust, es gibt einen Grund. Es hat so einen Trend gegeben, so Mitte, Ende der 90er Jahre, dass möglichst so ziemlich in allen Städten, wo es zwei Fußballclubs gab, plötzlich alle in einem Stadion gespielt haben. Weil man dachte, das war der Trend für die Zukunft. In Wien war das nicht so. Hat es das Vorstadion gegeben und das HNAB? Ja, natürlich, es gab mal Ausnahmen dazu. Aber wenn man so größere Städte hat, ist das versucht worden über viele Jahre. Mhm. Und dann ist aber eine Entwicklung eingetreten, wo dann alle gemerkt haben, okay, das ist schwierig, weil es wird Branding und Marketing immer wichtigeres Thema. Ja. Und wenn du dein eigenes Stadion hast und dein eigenes Stadion branden kannst und deine eigenen Einnahmen steuern kannst, natürlich, kannst du deine eigene Wertschöpfung dementsprechend erhöhen. So ist es. Und da tust du dir einfach leichter, was deine Vermarktungsmöglichkeiten betrifft. Ja. Dazu kommt auch emotionale Komponente, die jetzt natürlich auch nicht quantifizierbar ist, aber die auch in Graz spezielle Rolle spielt, weil schaut an, der GRK ist der Club des Nordens in Graz. Die sind gegründet, glaube ich, in Gaidorf und 1902. Genau, richtig. und Sturm ist eben der Club, wo er jetzt ist. Liebenau. 1909. Ja, da hat jemand Someone Knows His Facts. Jahreszahlen. Ja. Nein, und es ist für den. Ich habe ja auch Bekannte und Freunde, die GRK-Fans sind und die sagen, Liebenau ist für sie einfach die Fremdeln damit. Das ist so, das Liebenau ist. Die haben nie so richtig Erfreit damit gehabt. Sie haben zwar auch ihre erfolgreichen Zeiten dort unten gehabt. Ja, Meistertitel haben sie alles, gemacht, aber es wird einfach die geistige Heimat von GRK wird es einfach nie werden und wird es nie sein. Und sie waren in den letzten Unterhausjahren, wie ich das mitbekommen habe, in Weinzettel auch sehr glücklich. Ja, die Stimmung war geil. Ja, eben. Ja. Also, die war gigantisch. Ich meine, die GRK-Fans haben immer geile Stimmung gemacht. Interessanterweise, seit sie in der Versenkung verschwunden sind und dann sich wieder hochgearbeitet haben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ihr Support irgendwie an Qualität gewonnen hat. Wirklich? Ich finde, sie sind gesund geschrumpft, wenn du es so willst. Ja gut, gesund geschrumpft. Schau. Also, ich habe vor der ganzen, Respekt, das ist das falsche Wort, aufpassen, was ich jetzt sage, nein, stimmt schon, aber ich finde, sie sind besser geworden, also sie sind besser und relevanter geworden durch diese schwierige Zeit, die sie durchgemacht haben irgendwie. Ja, erste Klasse weg, gell? Ja, voll. Wahnsinn. Haben sie nicht eine Gruppierung mit Gradkorn oder irgendwas so gehabt, GSC hoch 2 oder GRK 2, irgendwie so ums Kasten? Das war mal ein Projekt, das ist aber, glaube ich, nie realisiert worden. Da gab es ein Projekt, das irgendwie GRK Quadrat mit dem FC Gradkorn, genau, das ist nie wirklich umgesetzt worden. Na, Gott sei Dank. Ja, das wäre lächerlich gewesen. Das hätte auch nicht passt. Das wäre komisch geworden. Das klingt nicht gesund. Ja, nice. Vor allem, dann hätten sie gar keinen Gradkorn spielen müssen. Ja, super. Dann können sie das ja auch nicht, was der GURK. Genau. Das wollten sie, glaube ich, auch nicht. Ja, das glaube ich. Nein, das ist nichts. Nein, ich finde, also der GRK hat coolerweise einen Schritt aufgeschafft in die zweite Bundesliga wieder. Mhm. Das finde ich super und ich freue mich und ich wünsche mir so sehr, dass sie aufsteigen. Wirklich? Nein, ich wünsche mir wieder Grazer Derby, weil ich bin aufgewachsen mit dem Grazer Derby. Ja, klar, sicher. Weißt du, und das ist GRK gegen Sturm. Das berühmte Präsidenten, der Präsidenten war zwischen Kartnick und wie hat er Kassen? Fischl. Weißt du, Fischl? Fischl noch in der Kurm damals. Ja, der Fischl. Da gibt es ja super Ausschnitte auch auf YouTube, was man findet, was sie sich gegenseitig anranzen und so. Und mit dem bin ich halt aufgewachsen. Deswegen finde ich, ist der GRK ein wesentlicher Bestandteil für mich in der Bundesliga. Mhm. So wie Rapid und Austria zum Beispiel auch dazugehören. Ja, interessanter Ansatz. Das ist ein sehr traditioneller Ansatz, weil ich halt so aufgewachsen bin mit der Bundesliga-Tabelle-Situation. Gut, Casino Schwarz-Weiß-Bregenz wird es nicht mehr geben. Gibt aber wieder einen Bregenzer Fußballclub, der mittlerweile, glaube ich, drittklassig ist. Also das können. Du, Jakob, solange nicht Casino Schwarz-Weiß-Bregenz drinnen steht, kann es nicht ernst nehmen. Bitte, da hat der Axel Lavare gespielt. Falls du mit dem erinnern kannst. Verständlich, ja. Ja, Wahnsinn. Aber für mich gehört das halt so zusammen. Ich meine, es ist eh schwierig genug, weil sportliche Aspekte und alles drum und dran, ist mir schon klar. Aber das würde ich mir wünschen, weil dann sag ich als Sturmfan, vielleicht hat dann Sturm dann noch mehr Ansporn. Weißt du, da haben wir zwei Derbys. Wir haben das Grazer Derby, Stadt Derby und wir haben das Wiener Derby nicht, aber halt das ist die große. Das
Unser El-Klassiker. Das Österreich-Derby. Also genau. Wie es in Italien gibt, Inter gegen Juve, ist ja das Derby d'Italia. Derby d'Italia, genau. Ja, das wäre dann unser Derby d'Austria. Derby d'Austria. Genau so. Und ich finde, das wird Sturm noch mehr nach vorn peitschen. Wobei, das ist jetzt meine Meinung. Keine Ahnung. Ja, aber du denkst da weitaus mehr drüber nach als ich anscheinend. Also ich befasse mich mit dem GAK nicht wirklich. Sagst du, das Sturm-Fan ging? Sag ich so, wie es ist. Aber ich befasse mich wirklich, also ich bin ja Mitglied bei Sturm, ich befasse mich eher mit meinem Club von innen heraus. Und zu Recht. Momentan muss man sagen, ich glaube, da werden jetzt einige Leute ziemlich zustimmen, macht uns ja sehr viel Freude. Mhm. Ja. Also seit Ilza und Schicker, muss ich echt sagen, da, wenn ich es vergleiche, was vorher war unter Maestro, das war wirklich so, da bin ich, habe ich gesagt, bin Saisonkartenbesitzer seit, das sind bald 20 Jahre und da habe ich echt gesagt, Alter, es interessiert mich nicht, ich gehe nicht hin, ich gehe mir das nicht, weil die Stimmung ist insgesamt so schlecht. Es geht dann nur noch am Arsch, weißt du, du stehst drin auf der Kurve, schaust runter und du weißt, es geht dann 1 Minute nur am Arsch. Also, so war das unter Maestro eigentlich. Ja. Ja, um in Maestro selber zu zitieren, das ist eine Scheiße. Ja gut, der Typ. Also ganz ehrlich, ich habe ja lange Zeit versucht, ihn zu verteidigen, weil ich solche Querköpfe ja eigentlich mag. Ja. Und so Typen, die eben nicht das Survey 0815 Interview immer wieder geben. Aber irgendwann einmal hast du einfach sagen müssen, das war einfach dann auch ein lächerliches Schauspiel, das der geboten hat irgendwann. Der hat seinen Emotionen frei laufen lassen. Wogegen ich per se jetzt auch nichts habe, aber er war halt nicht professionell. Und das ist es. Und es ist immer natürlich auch der Lockdown und Corona nicht unbedingt entgegengekommen, wie man dann halt alles gehört hat, was er so schreibt. Ne? Schiedsrichter, da hast du keine Eier. Ja, denke ich so, hast du keine Eier oder was? Da habe ich gesagt, Alter, am Fußballplatz werden schlimmere Sachen gesagt. Aber es ist trotzdem, ja. Gut, für einen Profifußballverein sollte das eigentlich nicht sein, wobei es ist Fußball immer noch. Fußball ist Fußball, also richtig. Nicht, dass das aufhört, ganz ehrlich gesagt. Du hast recht, ja, absolut. Man hat jetzt so feiern müssen, wir haben jetzt auch vor der Winterpause ein Auswärtsspiel gehabt gegen Altach, ne, und da waren ja auch keine Zuschauer erlaubt. Und da haben wir das Spiel angeschaut und da hast du halt auch gehört, den Ilzer, wie er reinschreit. Mhm. Ne, von wegen. Und da war halt eine Aktion, wo, glaube ich, ein Foul knapp außerhalb vom Strafraum bei Sturm. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der Dante geht in einen Zweikampf ein und der Altacher lässt sich halt theatralisch fallen. und der Schiri steigt auf das ein und gibt den Freistoß. Ne? Mhm. Und da hast du nur den Ilzer halt von draußen gehört, wie er schreit, das gibt's ja nicht, der lässt sich da schön von ihm. So lang müssen. Aber das ist authentisch. Hat den Schiri gemacht. Ne? Ja, lässt sich da schön von ihm. Aber das finde ich gut, das ist Weil es gehört dazu zum Fußball, sagen wir uns ehrlich. Das ist. Gehen wir hin zum 0815-Kick, wo ein Dorf gegen das andere Dorf spielt. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist ein Hammer. Ey. Das ist das Mariazell gegen Gusswerk war das Derby, Alter. Und da war Stimmung ohne Ende. Da sind sogar Bekannte. Da war Kapfenberg damals in der, glaube ich, zweiten Bundesliga, kurz davor, dass sie in die erste gekommen sind. Falls du erinnern kannst an einen Mucki Wieger. Selbstverständlich, große Legende da. Der Mucki ist. Der ist regelmäßig gekommen zum Derby, weil sie das Game wollte. Er hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, das kennt er nicht. Er spielt Bundesliga, was ist das? Von Mariazell gegen Gusswerk, geh mal. Voll geil, ich liebe solche Sachen. Also das ist schon, das hat einen Charakter und das liebe ich auch am Fußball. Das bitte, ich bin, also meine Eltern leben in Andritz, ich bin, bin in Andritz ein paar Jahre aufgewachsen und da ist halt der SV Andritz und direkt ein paar Meter weiter aus ist dann halt der FC Stadek, gell? Und das sind halt auch wieder bei denen zuschauen, ich schwöre dir, es ist einfach Grassroots-Football at its finest, wirklich. Also, wenn da einer weggeschnitten wird direkt vor deiner Nase und dann liegt er am Boden und schreit so, du Arschloch! Es ist einfach, die Typen, die dort sitzen, was die da. Der alte Sud, der jeden Sonntag, jede Woche seit 60 Jahren zum Spiel geht. Ja. Und irgendwann holt ihn der Herzinfarkt. Ja, so ist es, ja. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also das macht es aus für mich einfach. Das ist so. Und das meine ich damit, wie mein Fußball dreckig gekommen, weißt du? Ja, verstehe. Das soll keine übertrieben niveauvolle Veranstaltung sein. Das finde ich. Das ist die Frage, wo trennst du dann jetzt den Amateurfußball mit dem Profifußball? Ich finde nicht wirklich, weil Fußball macht eben vom Niveau her, klar, sportlich reden wir nicht, das ist das Thema, aber Fußball ist Fußball, was das Umfeld angeht. Mhm. Die Leute sind ja die gleichen, die zum Spiel gehen. Ich gehe zum GSC, weil mir der GSC sympathisch ist und weil er halt auch so ein bisschen unser historischer Nachbar im Bezirk ist. Und der GSC spielt auch Unterhäusl und dort geht es auch zu, weißt du? Ja, sehr. Und, oder ich schaue mir Unterhausfußball unglaublich gerne an und dann
der einzige Unterschied für mich ist von der, vom Verhalten der Leute, dass einfach bei einem Profiverein mehr Leute zuschauen. Stimmt, ja. Man, Österreich, gebe ich dir sogar noch recht in Österreich, da ist es sogar auch noch ein bisschen leistbarer. Mhm. Wenn du jetzt nach England schaust, Spanien, Frankreich, Deutschland auch, also das ist... Deutschland dann als gutes Beispiel gilt, also die Engländer sagen immer so gern, sie hätten so gern deutsche Verhältnisse. Mhm. Natürlich, die deutschen Preise ziehen auch an, gewaltig. Ja. Und nur wenn du es vergleichst mit Eintrittspreisen in England, ist Deutschland eigentlich super leistbar. Das stimmt. Bayern Dortmund habe ich geschaut, pre-Covid. Mhm. Und so auf einem guten Platz in Allianz Arena, 200 Euro wären es gewesen. Ist auch noch happig eigentlich. Ist aber happig, aber sage ich, okay. Das ist Bayern gegen Dortmund, Erster gegen Zweiter, okay. Mhm. Dann schaue ich Liverpool gegen Everton. Boah. 800 Eier. Fucking hell. Aber was der irgendwo. Mhm. Nicht da, wo du gerne Never Walk Alone singst, sondern... Kopf oder so, ja. Genau. Ja. Ich meine, cool, Hauptsache du bist im Stadion drin. Und, aber trotzdem, das sind 800 Euro. Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ja das Glück gehabt, Liverpool einmal live sehen zu dürfen. Ah, geil. Gegen die Spurs. Wo? In Tottenham oder in Liverpool? In Liverpool und in Anfield. Und das war auch ganz interessant, weil das ist über einen guten Freund von mir gelaufen, der halt sämtliche Kontakte, die er hatte, aktiviert hat in die Richtung, wo wir dann Freikarten gekriegt haben. Geiler Scheiß. Super Org, und zwar auf den Plätzen, wo sie am Schleich, also am Schwarzmarkt, normal 8 bis 900 Pfund zahlen. Ja. Wahnsinn. Und das ist halt über 7 Ecken gelaufen. Wir haben dann im Endeffekt die Hospitality-Tickets vom Emre Can gekriegt. Der Geil. Bei Liverpool gespielt. Das war ganz, ganz lustig. Also an dieser Stelle, Phil, wenn du zuhörst, Props nochmal, das war ein super Trip. Das glaube ich. Und das war halt super geil, weißt, dass du das mal erlebst. Aber die Leute haben alle gesagt, also wenn du das kaufst, ich stehe auf Fußball, ich stehe auf Liverpool auch, aber das ist mir nicht wert. So viel Geld für ein Fußballspiel zu investieren, das mache ich einfach nicht. Richtig. Und warum kriegen sie die Stadien trotzdem voll? Wer kann sich das dann nur leisten? Und sind es wirklich die Leute, die sagen, mein ganzes Hab und Gut, ich liebe Fußball. Wirklich, mein ganzes Sport ist, nicht das Ganze, aber hauptsächlich haue ich da rein, weil mir ist der Verein wichtig. Mhm. Gibt es sicher auch, aber das ist ja heute nicht mehr leistbar, bitte. Ja, wenn du dir anschaust, was die Saisonkarten kosten in England, das ist einfach... Was kostet, ja. Du redest von ein paar tausend Pfund. Ja, Alter. Das ist brutal. Also, wenn ich mir anschaue, was ich für meine Sturmsaisonkarten zahle, das ist Sturm, aber das sind dann so die Sachen, was mich interessiert, der große internationale Millionenfußball zunehmend weniger. Mhm. Ja. Er hat mich nie groß vom Hocker gerissen. Ich brauche kein PSG, wo der Messi, der Neymar und was der Teufel wie alle. Das interessiert mich nicht, weil es nimmt dem Ganzen die Seele. Und es hat sich viel getan, die letzten 10 Jahre, was das angeht. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich so an Sturm gebunden habe und mich so daheim fühle für den Club, weil auf der einen Seite schafft das, dass er professionell mithalten kann. Ja. Er schafft, dass er dieses Profi-Game mitspielt, aber er verkauft sich nicht selbst. Ja. Und das ist ja auch das, was bei Sturm im Leitbild steht. Mhm. Wir wollen keine Investoren, wir wollen nicht selbst ausgeliefert sein irgendwem, wir wollen der Mitgliederverein bleiben und wir wollen es so schaffen. Und was ja auch gut funktioniert hat unter Kartnick damals. Nur ja gut, damals gab es dieses Weltbild ja noch nicht. Kartnick wäre der Erste gewesen, der uns an irgendeinen Investor verscherbelt hat. Ja gut. Also Kartnick hat andere Ziele verfolgt. Kartnick hat Sturm ja eigentlich zu dem gemacht, was es nie war. Nämlich er wollte Sturm jetzt zu so einem fancy, super Shishi-Verein machen. Ja, eigentlich. Ja. Aber wir waren auf einem guten Weg. Also sportlich gesehen war ja Sturm Graz ein Wahnsinn damals. Wir wissen zu welchem Preis heute. Wir wissen zu welchem Preis jetzt, genau. Aber damals hat das ja auch sehr, sehr zusammengebracht natürlich auch. Und unser Verein spielt gegen Real Madrid. Mhm. Geil. Mhm. 1-0, 7-1 verloren. Ja, unser Club ist unter den besten 16 Europas. Das war Wahnsinn. Da hat es ja damals noch die zweite Gruppenphase gegeben. Genau, richtig. Was ich jetzt ein bisschen verteufel, weil ich hätte schon gerne gesagt, ja, Sturm war im Viertelfinale. Ja, ich sage immer, Top 16 waren wir trotzdem. Top 16 waren wir trotzdem. Und wir waren dort auch nicht Letzter in der Gruppe. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und ich meine, da muss man eh sagen, da ist einfach ein Name untrennbar damit verbunden, vor dem ich mir in Staub wirf, der letztes Jahr auch den 80. Geburtstag feiern durfte. Lass mich raten, fängt mit O an, hört mit M auf, der Nachname. Ja, richtig, richtig, richtig. Einer der Größte überhaupt, den es in Graz jemals gegeben hat. Ja. Der Typ, ganz ehrlich, nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch einfach, was der erlebt hat, wie er seine Philosophie zum Leben einfach. Ja. Der Typ, das kannst du mit Superlativen nicht ausdrücken, wie sehr ich den respektiere. Mhm. Und ich habe auch diese ORF-Doku zu seinem 80er sehr gut gefunden. Die war gut, ja. Wo einfach rüberkommt, dass der einfach überall, wo er war, die Leute bewegt hat. Genau. Und der hat es nicht so einfach gehabt, aber. Boah, überleg einmal, der hat, der,
wenn in Bosnien nicht der Krieg ausbricht, kriegen wir den in Graz gar nicht. Richtig. Dann geht der zu Real Madrid oder sonst wohin. Genau, so ist es. Also der wollte nur deswegen daher, dass er möglichst nahe an Bosnien sein kann, ohne dass er selber mitten im Krieg sitzen muss. Genau, so ist es, ja. Und der Typ, also ich kann eigentlich nicht beschreiben, was das für ein Charakter war. Ja, ja, das ist definitiv. Solche Typen, so einen werden wir nie wieder haben. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Das ist unser Jahrhunderttrainer. Ja, völlig zu Recht. Also auch der... Wer sonst, genau. der Foda hat uns einen Meisterschaftstitel gebracht. Mhm. Props zum Foda. Er war auch unter Osim. Ja, Foda muss man zugute halten. Es gibt bei Sturm, glaube ich, er ist der Einzige, der es geschafft hat, mit Sturm sowohl als Spieler als auch als Trainer Meister zu werden. Was für ein Rekord. Also. Mit welchen Mitteln darüber breiten wir jetzt einmal den Mantel des Schweigens, aber wir sehen beim Nationalteam, so ähnlich hat Sturm dann damals auch gespielt. Ja. Ich sage, in dem Jahr, wo wir Master geworden sind, 2011, sage ich nicht, dass wir die Besten waren, sondern wir waren die am wenigsten Schlechten in der Saison. Ja, richtig. Richtig. Ja, das stimmt. Ja, aber ein guter Bekannter von mir, Ekrem Dag. Ah, cooler Typ. Der Eki ist Weltklasse. Geiler Typ. Der ist ja mit Bascha Şekşir ist Meister geworden, ja, als Co-Trainer. Ja, okay. Also richtig cool. Also er hat echt einen coolen Werdegang jetzt nach seiner aktiven Profikarriere gemacht. Und er hat mir auch erzählt, wie das... Natürlich frage ich ihn, gell, wie war denn das? Weil ich bin ja ein kleiner Bub gewesen da. Ja, und dachte, geil, Sturm, jawohl. Fix. Und er hat gesagt, der Osim ist in den Raum reingekommen und jeder hat gewusst, okay, da ist eine Präsenz im Raum. Mhm. Und alles, was er gepredigt hat, haben dann die Spieler aufgenommen. Und ja, voll. Auch noch ganz wichtig, durch die Führungsspieler, die wir drinnen gehabt haben, unser magisches Dreieck, ja, auch dadurch hat es noch mehr Teamgefüge gegeben. Mhm, da gibt es ein super, super Doku über den SK Sturm. Auf YouTube, glaube ich, kann man das sehen, wo unsere erfolgreichen Jahre in Europa sind. Mhm. Und da sagt der Kotzian, wir waren wie ein Mensch, sagt er da. Ja. Und das verstehe ich, was er damit meint. Mhm. Sie waren wirklich eine Einheit und sind auftreten und wir haben geilen Fußball gespielt für die damalige Zeit. Mhm. Und das war echt cool. Vor allem Ekrem Dag übrigens super geil, weil da kann ich mich erinnern, wie der gerade von den Amateuren hochgezogen worden ist. Ja. Da habe ich gerade angefangen, Kurven gehen und meine erste Saisonkarten, glaube ich, sogar gehabt in der Zeit, wo er in dieser Generation drin war. Ekrem Dag, Thomas Krammer, genau. Herbert Rauter, diese ganzen, Salmutter, glaube ich, auch noch, und diese ganzen Leute. Robert Almer war damals auch noch bei den Amateuren. Das war eine super interessante Generation und da war der Ekrem Dag immer mittendrin. Und bei ihm kann ich mich erinnern, er war ein Kämpfer vor dem Herrn. Wahnsinn. Unglaublich. Also, er hat gesagt, der ist dort rauf und runter gerannt. Wahnsinn. Wie aufgezogen. Pferdelunge. Ja, wirklich. Ja. Und beim Aussehen war es einfach so, da hast du richtig gemerkt, einfach den willst du nicht enttäuschen. Mhm. Und der aufsteht, den willst du nicht enttäuschen. Richtig, ja. Weil der lässt sich dann spielen. Der lässt sich spielen, ja. Und der hat seine Kandidaten gehabt. Der Haas hat es in der Doku ja gesagt auch. Also, egal wie oft er getroffen hat, das war zu wenig. Das war zu wenig, ja. Wenn er zwei gemacht hat, hat er gesagt, nein, du hättest drei oder vier machen müssen. Genau. Ja, aber gut, es hat geholfen beim Haas. Ja, ja, voll. Dann war er kurz weg und hat irgendwas gemacht. Aber ja, Straßburg. Straßburg war er, und Japan, die ganze Japan, Geschichte dann. Genau. Hat doch, glaub ich, auch gutes Geld damit verdient. Ja, du für Jürgen hat es eh passt. Gleich ja. Wie jetzt, also Calvin Yeboah, ne, also sagst, war auch, den kannst du auch nicht besser sein, dass er jetzt gegangen ist, weil ganz ehrlich, das, was Sturm mit dem eingenommen hat. Eben, da haben wir aber wieder den wirtschaftlichen Aspekt dabei. Und vor allem, wir haben immer gewusst, wenn der fit bleibt, dann ist der nicht ewig da. Das, genau. Das hat jeder gewusst. Genau, so ist es. Ich bin ja gespannt, was mit dem Dänen jetzt ist, der was von Kopenhagen zu uns kommt. Der hat sich selbst keinen sehr großen Gefallen dann, behaupte ich, weil er halt gleich mal gesagt hat, er hat Parallelen mit sich selbst gezogen zum Haaland gleich mal. Ne? Ja, super. Geht schon wieder los. Er dürfte sicher was drauf haben, gell? Ja. Der Bursche ist halt 18, gell? Und er hat in der dänischen Liga, glaube ich, 10 Spiele gemacht. Wie viel dauert er davon? In der Liga weiß ich es nicht, aber er hat in der Europa League halt, oder der Conference League halt 5 gemacht, gleich mal. Okay. Also er ist so der Mr. International bei denen gewesen. Mhm. Und dürfte offensichtlich was drauf haben und sicher ein Spieler, den gerade ein Ilzer gut entwickeln kann. Aber ich finde es ein bisschen problematisch. Und er wird ja jetzt so ein bisschen als der Messias und als der Retter dargestellt. Jetzt haben wir den Yeboah abgegeben, der extrem wichtig war fürs Spiel. Und, Bauer, ja. Und jetzt kommt der Heuberg und wird gleich mal
den jetzt eins zu eins ersetzen. Das ist schon wieder die Wahrnehmungserfahrung, die ich so ein bisschen habe. Und das ist halt ganz, ganz gefährlich bei Sturm. Ist es, ja. Ist es. Also ich glaube nicht, dass der jetzt da gleich mal einer kommen wird und sofort wie die Bomben einschlagen wird. Das würde mich freuen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, vor allem das Team muss ja mal darauf einspielen. Er hat sich einen anderen Spielstil als der Yeboah. Ja, also sie werden sich das schon angeschaut haben, dass, was auf ihr Typ ist. Mhm. Und da deswegen bin ich auch guter Dinge, weil ich habe, glaube ich, nun seit langer, langer Zeit nicht mehr so viel Vertrauen gehabt in eine sportliche Führung bei Sturm, wie ich es jetzt habe. Mhm. Also Schicker und Ilzer, die beiden. Super. Bei Schicker musst du einfach sagen, egal was der verpflichtet hat, das hat alles funktioniert bis jetzt. Also Zeit ist wurden. Ja, nein, echt. Ja. Ja, Jakob, es ist echt Zeit. Ich war schon müde, echt. Also Wahnsinn. Die letzten 10 Jahre waren nicht einfach. Nein, das tell me about it, ja. Fuck. Wenn man sich so anschaut, was man in den letzten paar Jahren so alles erlebt hat als Sturmfan, ja, bist du deppert, ja. From the cradle to the grave. Wahnsinn. Ja, vom Bordstein bist du das Geile und wieder zurück. Genau. Also mit Meister, mit Cup und dann hast du wieder solche Sachen dabei wie, ja, also ich erinnere mich noch an das Bitterste, was ich erlebt habe, das war ja das, da haben wir daheim sage und schreibe 0-5 verloren gegen die Unaussprechlichen, ne? Also gegen unsere lieben Freunde aus Geidorf das war ja das, wo der Weber so gefischt hat, daheim 5-0 und dann das Spiel danach war, weiß ich noch genau, im Cup gegen den Sportclub, Wiener Sportclub. Und Sturm 3-0 gewonnen und das Traurige war für mich gar nicht das GAK-Spiel, sondern das Spiel gegen den Sportclub, weil das war die niedrigste Zuschauerzahl, die ich jemals in einem Sturmspiel live erleben musste. Das waren Wahnsinn. Unter 1000 Zuschauer in Liebenau. Echt? Ja, wo 15.000 reingehen, ja. Oder 16.000 inzwischen. Das ist ein Statement. Und in Wahrheit war nur der 25er halb voll. Damals auf der Süd noch und der Gästeblock. Also Sportclub Leute sind einige gekommen. Ja. Und der Rest war leer. Wahnsinn. Und das Spiel war, da bist du einfach da gestanden und hast da gedacht, irgendwie, was passiert gerade mit meinem Verein? Mm. Ja. Mm. Sturm hat dann 3-0 gewonnen, das war relativ souverän, weil der Sportclub wirklich für nichts war, aber das war komisch. Ganz, ganz komisch. Ja, dunkle Zeiten. Boah, bist du gescheit, ja. Das war echt. Also wir waren ja vor 2-3 Jahren kurz, nicht vom Abstieg, aber wir haben gut unten mitgespielt einmal. Ja, das ist auch schon zeitlich her. Aber es war mühsam, weil du kommst aus einem Meistertitel raus und dann denkst du, okay, passt, was machen wir jetzt da? Euroleague. Gut, Euroleague hat ja nur funktioniert. Wir haben ja gegen Juve, glaube ich, gespielt, wo übrigens der Kainz fantastische Leistung gezeigt hat. Ja, das war dieses Quali-Spiel. Da. Das Quali-Spiel gegen, was ein Quali-Spiel? Nein, es war ein Playoff. Es war eine Gruppenphase-Playoff gegen Juve. Für die Champions League? Nein, für Europa League noch. Da haben wir uns dann... Da war Juve noch nicht so dominant, da waren sie relativ frisch wieder aufgestiegen. Da hat Del Piero noch gespielt. Genau, richtig. Ja. Das war geil. Nach Calciopoli, weißt du, wie sie zwangsabgestiegen worden sind. Ja. Da haben sie dann Europa League Quali gespielt. Ja. Wahnsinn. Ja, die Zeiten. Wir haben schon von ihm gesprochen, aber es ist halt einfach der Ossi, hat für alles ein Zitat und er hat auch für dieses ein Zitat legendär. Wie gesagt, Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben und es deckt alles, was weiß ist in meinem Leben. Und das ist natürlich wieder mal, ne? Also Gott hat gesprochen. Ja, genau. Ja, voll. Nein, ich würd mich echt freuen. Vor allem, ich habe es ja auch schon im Fußball-Podcast oft einmal angesprochen, aber jetzt kann ich es mir auf Deutsch sagen, auf Mundart. Ich finde es ja super, dass Salzburg da ist, wo sie sind. Mhm. Da gebe ich da auch recht, sie sind auf sportlicher Ebene, können wir europaweit mithalten und auch aus österreichischer Sicht ist ein österreichischer Verein wieder mal in der Lage, oben, nein, nicht ganz oben, zumindest oben mitzumischen. Jetzt haben wir ja Achtelfinale in der Champions League, also das passt. International konkurrenzfähig zu sein. Richtig, ja, genau. Ja. Es macht aber auch die österreichische Liga stärker, weil die Jungspieler, die verliehen werden von Salzburg, zu Rapid, zu Austria, Altach, LASK, Mattersburg, you name it, ist ja egal wohin. Die haben schon einen gewissen Standard, weil eben sie Liefering und die ganzen Akademien, die ziehen das hoch. Die haben da schon ein ziemliches System dahinter, wovon wir aber alle auch profitieren, wenn wir solche Spieler ausleihen. Beziehungsweise, wenn dann diese Spieler zu Salzburg gehen, die noch einmal einen Entwicklungsschub haben. Also ich finde, die Dynamik ist schon okay. Dass wir jetzt so gut wie Salzburg werden, ja, da fällt ein bisschen der Knädel. Dazu muss man sagen, also in Österreich tendieren wir meiner Meinung nach dazu, unsere eigene Liga schlechter zu machen, als sie ist. Also wenn du dir anschaust, unsere Liga ist so, ich hab einen sehr guten Freund aus England, der bei uns immer gesagt hat, der hat lange Zeit in Österreich gelebt und der hat gesagt irgendwie so Austria is a good feeder league. So, also wir sind Ausbildungsliga, die halt einfach Farmteams Spieler ausbilden kann und Spieler auf den Fußball vorbereiten kann, die dann halt anderswo hingehen mit einem
Grundstock an Skills und dann woanders halt weiterentwickelt werden. Ja. Also diese Funktion hat die österreichische Bundesliga mittlerweile sehr gut übernommen, finde ich. Also, und das ist natürlich durch Salzburg befeuert worden, aber es ist nicht nur Salzburg. Wenn ich zum Beispiel schaue, was aus der Sturmakademie kommt und gekommen ist in Vergangenheit, kann man durchaus auch sagen, dass, dass wir genauso unsere Rolle beigetragen haben dazu. Ja. Wenn ich mir anschaue, wie Leute wie ein Sebastian Prödl ihren Weg gegangen sind. Johnny Ertl. Johnny Ertl, genau. Die alle miteinander jetzt nicht die Riesentalente waren, aber halt einfach wie soll ich sagen, diesen Mindset gehabt haben, dass sie sich durchbeißen einfach. Genau. Talentiertere hätte es mehr geben als die. Ja. Aber die haben ihren Weg gemacht. Und so ist es, ja. Es wird weiter Beispiele geben und da wird sicher noch einiges kommen. Salzburg, klar, ist in dem Bereich der absolute Platzhirsch und der Krösus, weil halt die Möglichkeiten da sind, logisch. Und du wirst auch immer wieder davon profitieren, dass du Spieler von Salzburg bekommst. Ja. Ist ja jetzt gerade bei uns, wenn du da anschaust, wir haben rechts hinten den Gazibegovic gesetzt, der genauso aus Liefering kommt. Genau, ja. Immer wieder mal, aber ich glaube auch, dass unsere Akademie als das sozusagen Sammelbecken für die Steiermark und für den Süden Österreichs eigentlich zusammen mit Klagenfurt oder mit dem WRC da durchaus auch einiges entwickelt. Also es ist ja. nicht nur Salzburg alleine. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, finde ich, ist in der Liga auch einiges möglich. Die österreichische Liga wird nie eine Top-Liga in Europa sein, das wird sie nie sein, aber ich denke einfach generell in der Öffentlichkeit wird unsere Bundesliga sehr viel schlechter geredet, als sie ist. Von den Einheimischen? Ja. Ja, ja, Österreicher simpern gern. Ja, die Deutschen sehen es zum Beispiel anders. Die Deutschen haben sehr viel mehr Respekt vor unserer Liga als wir selber. Ja, weil wir die Deutschen aufmischen. Was ist da los? Also bitte, wer ist Bayern München? Salzburg spielt, wenn es gut geht, gegen ein Reserveteam von Bayern München. Durch die Covid-Fälle. Ja, ja, beide sind schon immer so schlimm, aber... Dann musst du sagen, die Bank von Bayern hätte ich auch gern. Ja, Alter. Ja, Alter. Darf ich auch nehmen, also. Definitiv. Ist genauso tödlich. Gewaltig. Aber die Bayern sind einer, glaube ich nicht, der einzige Verein, die keine Schulden haben. Ja. Die zwar eine AG sind, die hat der Hoeneß gegründet, die Bayern, Bayern München AG, aber die wir typisch deutsches wirtschaftliches Unternehmen stehen die da und haben ja noch Geld. Und dann ist aber auch dementsprechend verwalten und lassen das Geld aber auch arbeiten. Siehe Manchester United. Ja gut, da muss man sagen, da an diesen extremen Exzessen, die im internationalen Fußball finanziell ja gemacht werden, beteiligt sich Bayern generell nicht. Also die Gott sei Dank. Die haben die Kohle zwar, aber sie werden niemals 220 Millionen für einen Neymar zahlen. Das werden die Bayern nicht tun. Machen es nicht. Und, sie holen sich einen Tolisso zum Beispiel für 50 Millionen, was eh schon sehr viel Geld ist, ja. Und bilden den zum super Spieler aus. So ist es, ja. Oder der Hernandez. Ich meine, das war der teuerste Einkauf seit langem für die Bayern, hat sich aber ausgezahlt. Also wenn sie teuer kaufen, kaufen sie halt wirklich so, so Zuckerl, möchte ich meinen. Also, ja. Also punktuelle Verstärkung. Also du musst ja auch sagen, dass das Liverpool so macht, weil die spielen an diesem komplett perversen Wettbieten nicht mit. Liverpool nimmt Geld in die Hand. Wenn du dir anschaust, für einen Alisson oder für einen Van Dijk, haben sie ja wirklich Geld in die Hand genommen. Aber es waren halt die beiden punktuellen, wo sie gesagt haben, da braucht man wen. Da haben sie jetzt auch wen. Der kann auch was kosten. Ja. Aber ansonsten wirklich so extreme Exzesse, wenn du dir anschaust, sie haben einen Salah relativ günstig gekriegt, sie haben Mané relativ günstig gekriegt für englische Verhältnisse. Dann haben sie einen Haufen Leute, die sie selber entwickelt haben, wenn du anschaust, Alexander Arnold, Robinson haben sie sowieso, das ist für mich das Phänomen. Also Robertson, das ist ein Schotter, gell? Genau, ja. Vor kurzem habe ich gesehen, der ist nicht allzu lange her, dass er irgendwo in der zweiten schottischen Liga auf der Bank gesessen ist. Ja, Hammer, oder? Und dann hast du so Pferdelungen wieder hin und her hetzen. Wahrscheinlich, ja. Also gigantisch. Da muss man echt sagen, es schafft Liverpool, ohne sich komplett zu versündigen, sage ich mal, am Markt. Ja. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Dann haben sie natürlich auch den Klopp, einen Trainer geholt, der mit genau sowas arbeiten kann, der Leute entwickeln kann. Ja. Und das ist auch das, wo ich sage, dann zum Beispiel der Guardiola, Top-Trainer, aber sowas wie Spieler entwickeln, in der Form, das hat er das letzte Mal bei Barcelona müssen. Richtig, ja. Bei Barca, genau. Und Klopp hat seine ganze Karriere nichts anderes gemacht. Als Spieler entwickelt. Ja, Mainz. Hat Mainz aber auch sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, war nicht Tuchel
mit ihm bei Mainz oder war er, ich weiß, dass er danach bei Mainz war. Ob er Co-Trainer war, das weiß ich jetzt gar nicht, kann ich da nicht sagen. Aber man merkt beim Tuchel auch diese Charakteristiken und Eigenschaften von ihm. Also das finde ich cool. Also Klopp ist ein Wahnsinn. Ich habe ihn gehasst bei Dortmund, muss ich sagen. Ja, klar, ist Schalke. Aber er hat Wahnsinnsleid. Also das ist sensationell. So cool und so menschlich naja, voll. In der Öffentlichkeit zu stehen und was hat er in Liverpool hat er bei einem Interview gesagt? Yes, I'm a hugger. Ja. Und dann hat er einfach siehst du den Ausschnitt über die Spiele am Abend und geil. Und das ist halt, der Mensch sucht Nähe, so ist es nicht. Also. Das ist super geil, wie du auch siehst, wie er dort den Scouse, also den nordenglischen, den Liverpooler Lifestyle annimmt, die Kultur annimmt, den Dialekt annimmt. Mhm. So wie immer wieder mal Anekdoten von ihm gibt, wie er so aus dem Scouse-Englisch Begriffe einbaut oder beigebracht bekommt, die kein normaler Mensch kennt, den er mal in England wer kennt, weil der Scouse einfach der Scouse ist. Und, das passt natürlich halt auch zu ihm und der passt zu diesem Club. Ja. Es gibt aber auf der anderen Seite wieder nur verschiedene, eine gewisse Anzahl an Vereinen, wo ein Jürgen Klopp funktionieren würde. Ja, auch das ist richtig. Könnte mir ihn zum Beispiel niemals bei Man City vorstellen. Na, oder andere Ideologie. Völlig andere Ideologie. Ja. Und der Club einfach andere Ziele verfolgt. Genauso und andere gedankliche Wurzeln hat. Ja. Also der wird bei PSG nicht funktionieren. Na. Also das glaube ich nicht. Du kannst jeden reinstimmen bei PSG. Auch mit Pochettino. Wahnsinnstrainer. Unglaublicher Trainer. Struggled mit Messi. Struggled mit Neymar. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es von den Spurs ein schwerer Fehler war, Pochettino zu entlassen damals. Mhm. Aber der wird unterschätzt. Ja. Na, ich finde, er ist ein guter Trainer. Mhm. Aber, ach, PSG. Ja, glaube ich, sag's dir. Es ist für mich Financial Fairplay. Finde ich, ja, ist ja okay. Aber wo ist das Financial Fairplay? Das ist jetzt sehr an der Oberfläche gekratzt. Ich nehme da sehr gern das Beispiel von den Vereinigten Staaten her. die haben den Salary Cap. Mhm. Nimmst jetzt die NHL her, wurscht was. Salary Cap, so und so viel dürfen sie ausgeben. Und in dieser Lücke oder in diesem Bereich dürfen sie Transfers tätigen. Mhm. Okay, dann hat er mal Edmonton Oilers und die Mighty Ducks of Anaheim und dann vielleicht noch Detroit Red Wings, die haben dann alle andere Stars. Ja. Jede Mannschaft hat einen großen Star. Mhm. Und wenn sie gescheit gehandelt haben, kriegen sie vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten rein. So ist es, ja. Und das macht es also ein bisschen balanced. In Europa hingegen hast du jetzt Real Madrid, die sagen, du kommst her, du kommst her, du kommst her, du kommst her. Wir können es uns aber nicht leisten. Du kommst her, du kommst her. Und so geht's halt, so schaukelt sich das halt auf. Und ich frage mich halt, wenn es weiter so geht, man siehe Super League, Gott sei Dank ist das nicht hochgegangen. Ja, das Thema ist leider noch nicht tot. Ist noch nicht tot, noch das nicht. Wird leider das macht mir ein bisschen Sorge, weil Mannschaften wie Hausnummer da WAC dann nicht mehr so in der Lage sind, monetär oder auch sportlich den Erfolg zu feiern, weil dann halt die Großen, die Kleinen auffressen. Mhm. Also haben wir wieder so ein Konzerndenken. Ja. Und das macht mich schon ein bisschen, das ist nicht der Fußball, den ich liebe, nicht der Fußball, den ich gerne schaue, weißt du? Absolut nicht. Ne? Das ist auch nicht das, was der Fußball war. Und richtig. Wo er herkommt und was er ist. Richtig. Er ist nicht genau. diese fancy Sportart. Ja? Und umso mehr solche Exzesse passieren, umso mehr interessiere ich mich für das Unterhaus. Also ich verstehe. Verstehe voll. Aber wenn du in England schaust, der gute Freund von mir, den ich vorher erwähnt habe, der Will, der kommt aus einem kleinen Vorort von London, der heißt Wickham. Hi Wickham. Wickham. Ja, und da gibt es einen super sympathischen kleinen Club, die Wickham Wanderers. Ja. Die in der vierten Liga, glaube ich. Länger nicht mehr. Sie haben letzte Saison erstmalig in ihrer ganzen Vereinsgeschichte in der Championship gespielt, also in der zweiten Liga. Ehrlich. Sind direkt wieder abgestiegen, aber wurscht. Nicht chancenlos. Ja. Das war einfach, die Zeit war noch nicht reif. Sind jetzt wieder in der League One, also drittklassig unterwegs und spielen dort in der Spitzengruppe mit. Super. Und das mag ich. Das ist so ein Club, der super interessant ist, weil ich hab die einmal live gesehen, das war super spannend. Da waren sie noch Viertligist. Mhm. Auswärts gegen Crew Alexandra. So geil. Stadion Grasty Road, super Wahnsinn. Interessant. Da ist der englische Fußball noch so, wie man sich vorstellt. Ja. Und das war halt so das war super interessant, weil Crew ist halt so ein bisschen deprimierende Eisenbahnerstadt, wo die Felgen am Rücken drüber fliegen und also so Knittelfeld in groß. Also guter Vergleich. Und dort hat eben Wickham an einem Dienstag gespielt. Das war ein unter der Woche, ein Dienstag, ein Valentinstag. Und ganz normal, jetzt Wickham und Crew, das ist schon Zugfahrt, 2-3 Stunden. Mhm.
Und da waren aber, glaube ich, 500, 600 Auswärtsfans mit. Mhm. Und die haben dort eine Stimmung gefeiert. Das Spiel war sportlich bedeutungslos. In der Liga waren 24 Teams und es ging, glaube ich, es war, glaube ich, 16. gegen 18. oder so. Und keiner hat sich in der Tabelle bewegen können irgendwohin. Also es war wirklich für nichts, das Spiel. Und Wickham hat dort verloren. Aber sie haben halt das Ganze ausgerufen mit einem eigenen Slogan, diese Auswärtsfahrt. Ich habe das so gefeiert. Das war so, Roses are red, Violets are blue. We're spending Valentine's in Crewe. Sehr gut. Sehr geil. Und er spielt ja bei Wickham eine der größten Legenden im internationalen Fußball. Du kennst diesen ganz starken Auftrainierten, diesen Bodybuilder. Den Adebayo Akinfenwa, natürlich. Und der ist mittlerweile 39, spielt immer noch als Joker bei Wickham. Hat bei FIFA 98 Stärke. Ja, echt, hat er wahrscheinlich 120 oder so. Ja. Und wenn's den ich schwöre dir, wenn du den am Rasen umeinander laufen siehst, du glaubst, der kann nicht laufen. Das ist wirklich der du hast den live gesehen. Ja, und nicht nur das, ich habe ihn treffen gesehen. Er hat den zwischenzeitlichen Ausgleich, glaube ich, gemacht. Der ist ein Phänomen, der Mensch für mich. Das war so ein geiler Typ. Der Hund ist ein Viech vor dem Herrn. So ein geiler Typ. Und kann aber nur Fußball spielen. Mhm. Und du merkst so richtig, wenn Verteidiger ihn attackieren, er bewegt sich vielleicht 1 Zentimeter nach rechts und der liegt dann halt der andere. Er wird so rammen. Das ist ein Phänomen, der Mensch. Wenn er in ein Kopfballduell geht, da fliegt er ein Save entgegen. Also, ja, so ist es, ja. Und der hat auch die Sprüche drauf, der tut. Er ist halt einfach legendär, weil mittlerweile mit 39 kommt er jetzt nicht mehr so oft natürlich eine und die League One ist jetzt auch keine Schaßliga. Gell? Ja, klar, ja. Und er wird immer wieder eingewechselt, wenn was zum Entscheiden ist. Der hat jetzt im Dezember sogar das Tor des Monats gemacht. Ja, geil. Also, weil er ist Wahnsinn, der Typ ist ein Phänomen. Der vermarktet sehr gut. Ja, was glaubst du? Der Beast. Der Beast, ja. Der Beast. Beast Mode. Richtig der geil. Er ist geil, vor allem. Adebayo. Gibt ja so einen Fangesang in England, wenn es einen etwas korpulenteren Spieler gibt, dann kriegt der halt immer Who ate all the pies? Da gibt's ein Video, halt, wie halt gegen Akinfenwa halt gesungen wird, Who ate all the pies? Er trat sich zur Gästetribüne um und streicht sich selber den Magen. Geiler Typ. Ja, geil. Richtig geiler Typ. Und also ich bin echt sehr, sehr happy, dass ich den nicht nur spielen gesehen habe, sondern dass ich sogar im Stadion war, wie der getroffen hat. Ja, cool. Der ist super geil, der ist eine Riesenlegende. Das, ja, ist er, absolut. Und neben dem, dass du Steyr Mimsa Very Good gegründet hast, finde ich es auch Weltklasse, dass du diesen Spieler auch noch live gesehen hast. Das zweite Lifetime-Achievement, das ich heute anlockt habe. Wahnsinn, bitte da. Ich bin ja bei Starstruck. Na, richtig cool. Ja, na, Akinfenwa ist wirklich, also der Typ ist ein Wahnsinn. Also, auch so, wenn es den so hörst, der Schmäh, den er führt und was er erlebt hat in seinem Leben, er ist ein geiler Typ. Auf Social Media, auf Instagram ist er tätig. Ist extrem aktiv, ja. Und man hat, wie man so schön sagt, es gab Proper Banter. Mhm. Proper Banter, ja, exactly. talking about Banter. Ich bin ja aufmerksam geworden, also so richtig, dass ich sage, okay, der Jakob, den muss ich unbedingt beim Podcast haben. Wie ich das gesehen habe, wie du auf Instagram in eine Telegram-Gruppe reinkommen bist. Und wirklich, das war der Grund. Das war so das Tröpfchen, was das zum Überlaufen gebracht hat bei mir, wo ich gesagt habe, okay, I need that. Okay. Wie zur Hölle kommst du in eine Telegram-Gruppe, beziehungsweise was war deine Grundmotivation dazu, das zu machen? um die Frage zu beantworten, wie man in eine Telegram-Gruppe reinkommt, das ist einfach so unbeschreiblich einfach. Ja, einfach. Du musst nicht einmal beitreten, die Gruppen sind alle offen. Okay. Du kannst ohne beizutreten alles lesen da drin. Mhm. Also zumindest bei denen, wo ich halt geschaut habe. Und warum ich mal das anschauen wollte, war ziemlich einfach, weil in diesen Tagen wird halt oft immer berichtet über Telegram, dass es dort halt einfach weiß Gott wie abgeht und Telegram hier, Telegram dort. Und ich kannte die App, kannte den Messenger auch schon vor Corona natürlich, aber ich habe mir einfach gedacht, was mach dir doch einfach ein eigenes Bild, ob es dort wirklich so zugeht, wie alle sagen. Deswegen habe ich mir Telegram runtergeladen, habe mir das angeschaut, habe halt auch mal so random nach einschlägigen Gruppen zu suchen begonnen in Graz und habe dann recht schnell festgestellt, es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, es ist weitaus schlimmer. Echt? Ja, so inwiefern? Also was du auf meiner Story gesehen hast, waren ja jetzt nur, das waren so Auszüge von nicht ganz 5 Minuten suchen und nicht ganz 5 Minuten scrollen in einer Gruppe. Und da bin ich über Sachen gestolpert wie, das Eklatanteste war halt gleich mal Holocaust-Relativierung, ne? Und das fängt schon mal damit an, dass jemand für mich halt
eine Impfpflicht, wie auch immer man dazu stehen mag. Ja, ja. Ich verstehe da jeden, der kritische Meinung hat, nur wo ich es nicht mehr verstehe, ist, wenn man das dann halt mit dem größten Menschheitsverbrechen der Geschichte vergleicht. Ja. Da hört der Schmäh dann auf. Ja. 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 Und dann gibt es halt dort, muss man sich vorstellen, so Beiträge, die halt weitergeleitet werden von anderen Gruppen. Mhm. So, so ein bisschen so ähnlich, wie es auf WhatsApp ist. Und dann Haufen Links darunter. Und bei den Links steht halt dann dabei, keine Ahnung, wie die Geschichte des Holocaust neu geschrieben werden muss, weil liest diesen Link. Und das war halt alles ein Setup und alles Verschwörung und die Dinge, die du halt dann liest, wo du dir denkst, das sprengt dann nicht nur die Grenzen der Meinungsfreiheit, sondern das sprengt dann auch die Grenzen jeglichen akzeptablen Geschmacks. Mhm. Es ging dann weiter, so Dinge wie Aufrufe zum maskenlosen Einkaufen. So, geh dort und dort hin, dieser und jener Spar, dieser und jener Biller, da treffen wir uns alle um die und die Uhrzeit und dann gehen wir geschlossen ohne Maske einkaufen, was wollen sie machen, sie kennen uns ja nicht alle aus, sie schmeißen so auf die Ordnung. Mhm. Oder einer war ganz super, der hat dort ganz offen angeboten, gefälschte Impfpässe. Mhm. Das sind dann Dinge, wo ich mir dann einfach sage, das geht nicht. Das ist nicht Meinungsäußerung, das ist kein legitimer Protest. Mhm. Und das Schlimme daran war, dass ich da halt wirklich keine 5 Minuten gebraucht habe. Dass ich das Zeug gefunden habe. Da gibt es zwei, drei Buzzwords irgendwie in die Gruppensuche dort ein und dann scrollst du ein bisschen durch die Gruppen durch und du findest nur so ein Zeug. Ja. Das Gute daran ist, wenn man da was sehen kann daran, ist es so, dass das im Wesentlichen immer die gleichen Leute sind und dass die Gruppen alle in absoluten Zahlen nicht sehr groß sind. Mhm. Also es ist arg nur, dass die Spinner gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, die hat sie vor Covid auch schon gegeben. Richtig, also. Es ist sehr Muster. Ja, da ja. Und ich muss auch zur Ehrenrettung sagen, du liest immer wieder auch Gegenstimmen. Also es ist nicht so, dass das Ganze jetzt immer nur, dass die sich jetzt gegenseitig aufwiegeln, immer schon. Mhm. Aber es gibt schon immer wieder die Mahner zwischendurch, die dann schreiben sie, wo du halt dann merkst, die sind aus irgendwelchen Gründen halt gegen das Impfen, die sind aus irgendwelchen Gründen halt gegen die Impfpflicht. Mhm. Okay, sei es so, aber die dann bei solchen Dingen sagen, wie bei der Holocaust-Relativierung dann einfach sagen, hey, spar den Scheiß. Ja. Weil erstens einmal ist es eine Frechheit und zweitens hilfst du auch unserer Sache damit nicht. Genau. Also diese Leute gibt es auch. Am Ziel vorbei dann so quasi. Genau, diese Leute gibt es auch, aber das sind halt leider nicht so viele, muss man sagen. Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, also das war eigentlich meine eigene Neugier, worum ich mir das anschauen wollte. Und ich schaue auch jetzt noch regelmäßig rein. Mhm. Sie sind jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden seit dieser Attacke von Wellness. Deutlich vorsichtiger geworden, aber davor war das alles komplett offen. Also ja. Das war, da konnte jeder reinschauen. Wahnsinn. Ich habe auch geschaut, dass ich nicht mit meinem Klarnamen drin bin, weil wer weiß. Na sicher. Na klar. Ich finde es aber, die Neugierde an anderen, dass du hergehst und sagst, die hat das interessiert. Mhm. Was geht da drinnen überhaupt ab? Ja, ich rede nicht gerne über Sachen, von denen nichts weiß. Authentisch und verständlich. Und man, sie haben wahrscheinlich schon gemerkt am Namen, wenn ich einer Gruppe beigetreten wäre, hätten sie schon am Namen gemerkt, dass ich nicht ganz seriös bin. Mhm. Ich habe es inzwischen geändert, aber damals, wie ich erstmalig eingetreten bin, habe ich mich nicht Jakob Ecker genannt, sondern Pferdeentwurmungszentrum Wendy. Powered by Ivermectin. Kommandant Herpferd. Nein, also das war so ein bisschen der Antrieb, weil ich einfach selber mit eigenen Augen sehen wollte, ob das wirklich so krass ist. Wirklich so zach ist, wie man es da liest, und ich muss es leider bestätigen. Mhm. Es ist wirklich so. Nein, es ist arg, weil, was heißt, es ist arg? Es ist ja okay, dass sich Leute mit verschiedenen Meinungen in einer Gruppe treffen und dann darüber debattieren, wo es dann halt wirklich für mich nicht mehr in einem Toleranzbereich ist, wenn Leute anfangen zu hetzen, wurscht über was, und das dann ohne Fakten versuchen zu argumentieren. Weil wenn ich jetzt sage, der Holocaust hat nie stattgefunden, dann würde ich dir die Chance geben und sagen, okay, woher hast du das? Woher nimmst du deine Quellen? Und dann kommt halt irgendwas außer. Das ist dann halt schon ein bisschen schwierig, weil wir haben halt dann schon auch Bilder und Videos und alles, was halt den Holocaust bestätigen.
Und das ist halt, dass das dann so hochgeschaukelt wird, aber solche Leute finden sich in sowas wieder und fühlen sich dadurch bestätigt. Mhm. Und es ist ja nichts anderes wie diese infamous Facebook-Groups, wo man Hetze betreiben kann, Frauen verkaufen kann, etc. Schwappt das jetzt ein bisschen über mit Telegram, wo man halt dann im Namen der Sache, Anti-Covid oder Anti-Impfpflicht oder was auch immer, was ja auch legitim ist, weil wenn man skeptisch ist, muss man nicht. Sagen, ich bin jetzt da ein Fan von dem Ganzen, nur es muss alles in einem Rahmen sein. Hm. Und damit meine ich nicht Rahmen beim Ichigo Ichie, weil der übrigens fantastisch ist. Wow, okay. Sorry, es hat sein müssen. Bist du deppert, okay. Das ist normal mein Krankenweite, Mike. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. In jedem Rahmen. Ja. Du wirst jetzt sicher die nächsten Tage, immer wenn du sagst, das ist nicht im Rahmen, wirst du daran denken. Setz mir das nicht ins Ohr jetzt. Du weißt genau, dass das passieren wird. Ist ja, wird es passieren. Und wenn ich da die nächsten Tage nur so Rahmenfotos schicke, ganz random, dann weißt du ganz genau, was los ist. Also, wehe, dass in den nächsten paar Tagen jetzt irgendwer mal sagt, okay, unter welchen Rahmenbedingungen machen wir das? Ich sage, hoffentlich kocht. Hoffentlich kocht. Aber ja, krass. Und finde es auch gut. Von Wellness finde ich es geil, dass sie das dann irgendwie dann aufgesprengt haben. Einfach das Ganze auch, dass man diese Leute aufs Korn nehmen kann. Sich selbst aufs Korn nehmen kann. Weißt? Das ist so, man sollte auch ein bisschen mehr Humor da einfügen in das Ganze. Ja, das ist ja düster alles. Mir geht es einfach nicht darum, dass ich Leuten ihre Meinung untersagen will. Das ist um Gottes Willen, das wäre das Letzte, was ich machen will. Aber was du in diesen Gruppen halt einfach liest, ist so, ich sage immer, das Recht auf eigene Meinung ist nicht gleichbedeutend mit dem Recht auf eigene Fakten. Also Zweiteres gibt es nicht. Und wenn wir vom Gleichen reden, diskutiere ich mit jedem gern. Ja. Und da kann er lauter werden, ohne dass irgendwer persönlich wird. Aber mit einem Teil dieser Szene kannst du einfach nicht rational diskutieren. Aber sie fordern Freiheit, Liebe und keine Diktatur. Richtig, ja. Und das ist das nächste Thema. Das ist auch so ein Passwort, wo das mich ganz, ganz schier triggert, ist Diktatur. Weil jeder, der aufgrund dieser Situation, die wir jetzt haben, irgendwas redet von Diktatur, wir werden in einer Diktatur, ja, der möge sich bitte von Wien aus ein bisschen mehr als eine Stunde in einen Flieger setzen, möge nach Belarus fliegen, möge in Minsk aussteigen und dort auf der Straße einmal laut seine Meinung rufen. Und dann schauen, was passiert. Ja? Ja. Weil bei uns in Österreich wirst eh, man ist hindert irgendjemand die Leute daran, auf der Straße zu stehen und ihre Meinung zu sagen? Niemand. Niemand. Hindert sie daran? Niemand. Wir haben Demos schon so lang und auch vor Covid hat es Demos gegeben so und das ist... Und ich weiß nicht, ich habe mir auch einmal so eine Demo in der Stadt selber angeschaut. Und ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Ich hau nicht alle in einen Topf. Nicht jeder, der da mitgeht, ist jetzt zwangsläufig ein Spinner oder irgendein Rechtsextremer oder sonst irgendwas. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Das ist mir vollkommen klar. Nur ich bin halt einfach der Meinung, ich muss wissen, mit wem ich auf der Straße bin. Ja. Ich muss wissen, mit wem ich marschiere. Weil wenn ich weiß, dass dort Leute unterwegs sind, die... muss jetzt gar nicht, einfach die ein Weltbild vertreten, das nicht meines ist, sagen wir es einmal so, dann muss mir klar sein, dass ich in der Öffentlichkeit mit diesen Leuten in Verbindung gebracht werden kann. Und dann darf ich mich auch nicht drüber aufregen. Richtig. Und das ist das, was man halt auch sagen muss. Und ich habe vor kurzem da, das war, glaube ich, im Dezember, irgendwann einmal nach Weihnachten, glaube ich, war das, hat es einmal eine Demo gegeben, wieder mal. Und da sind sie halt marschiert, wo ich mir dann gedacht habe, und ich reagiere auf gewisse Symbole halt sehr genau. Und da habe ich halt eine gesehen mit einer Tafel, die hatte die Flagge der Vaterländischen Front, also der Partei vom Dollfuss, der austrofaschistischen Partei vom Dollfuss. Und die hatte diese Flagge halt durchgestrichen. Und was halt dann die Botschaft dahinter ist, ist quasi, sie glaubt, dass wir im Austrofaschismus leben. Und ich meine ganz ehrlich, Entschuldigung, bei solchen Vergleichen, da holt es mir die Zeichennägel aus. Also das ist so weit daneben. Das ist super heftig. Jenseitig sowas. Das ist super heftig. Und sie hat wahrscheinlich nur deswegen den Austrofaschismus als Symbol gewählt und nicht irgendwie das Hakenkreuz, weil für den Austrofaschismus kannst du nicht in den Häfen gehen in Österreich. Das Symbol ist nicht verboten. Das Hakenkreuz schon. Wahrscheinlich, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte sie ein anderes genommen. Ja, sie hätte das Symbol der Sonne nehmen können. Ist auch ein Hakenkreuz.
Ja. Naja, wirklich, oder, nur liegt es anders. Oder das Keltenkreuzwerk. Ja. Also von dem her. Ich glaube, so weit geht das Detailwissen dann nicht bei diesen Leuten. Nicht. Nein, es ist schlimm, weil vor allem auf Ö1 haben sie jetzt einen Bericht gehabt, vor drei Tagen habe ich das gehört, 4 von 10 SchülerInnen wissen nicht, was Auschwitz ist. Und da fängt es schon an. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen zurück. Es wird auch schon damals Leute gegeben haben, die keine Ahnung gehabt haben davon oder denen das so vorbeizogen ist und die das jetzt da hernehmen, diese Stichwörter, ohne sich da irgendwie richtig zu informieren. Du kannst dann immer noch, wenn du dich richtig informiert hast und du fühlst dich so gegen deine Gefühlslage, kann ich persönlich jetzt nicht viel machen. Dann kann ich auch noch irgendwo sagen, okay, gut, du weißt, was das ist, du stehst dazu, das ist deine Gefühlslage, bitte, geh protestieren. Aber Sachen herzunehmen und Parolen zu schreien, ohne dass sie wissen, woher das alles rührt. Ich meine, das tut mir wirklich leid, aber das geht ja nicht. Als nächstes kommen sie vielleicht mit dem Horst-Wessel-Lied nur daher. Ja gut, ich meine, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, weil das Horst-Wessel-Lied dann schon sowas ist, wo man sagt, das kennt man dann nur noch, wenn man sich mit der Geschichte ein bisschen befasst. Was mir halt so nervt an diesen ganzen, auch das, was bei uns jetzt nicht so stark verbreitet ist, kommt mir vor, eher in Deutschland, ist dieses Ding, das sich jetzt eingebürgert hat, mit dem gelben Stern auf Demos zu gehen. Ne? Mhm. Diese Zwangskennzeichnung, die Juden früher tragen mussten. Mhm. Und sich dann ernsthaft mit einem verfolgten Juden in einer NS-Zeit zu vergleichen, weil man sich weigert, sich zu impfen. Ganz ehrlich, das ist für mich einfach, das ist ein derartig jenseitiger Vergleich, dass man seinen eigenen Widerstand gegen eine gesetzliche Verpflichtung, wo, nochmal, ich mag keine Pflichten von oben auf, nur wir haben keine normale Situation. Ja. Wir haben eine Jahrhundertlage. Richtig, ja. Und sowas, wie wir jetzt haben, hat es das letzte Mal noch im Ersten Weltkrieg gegeben. Ja. Der spanischen Grippe. Genau. Und wenn man jetzt ernsthaft meint, man muss auf die Straßen gehen, einen Davidstern tragen, einen gelben, und vergleicht damit einen medizinischen Notstand mit einem industriellen Völkermord. Das ist für mich einfach etwas, da höre ich zum Diskutieren auf. Mit so jemandem rede ich nicht. Verstehe. Das ist einfach etwas, dabei habe ich keine Gesprächsgrundlage. Verstehe. Hast du schon mal mit jemandem geredet? Mehrmals. Hast du schon versucht? Ich habe es immer wieder versucht. Mhm. Was war die Antwort? Naja, das Ding ist, verschiedene Ebenen. Also ich habe im Umfeld jetzt nicht so viele, die das massiv abwehren. Ich habe einige, die Impfung jetzt ablehnen zum Beispiel und auch ein bisschen eigene Meinung zu diesem ganzen Corona-Thema haben, aber das sind Leute, wo ich sage, die sind intelligente, nachdenkende Menschen, vernunftbegabte Leute, die halt eine eigene Meinung haben und die vertreten und die ihre Gründe haben. Mit denen kannst du angeregt und auch durchaus zwischendurch lauter, aber mit denen kannst du diskutieren auf einem Niveau. Und dann gibt es andere Leute, mit denen einfach keine Diskussion möglich ist. Dann gibt es denen, auf die kannst du 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden einreden und die werden immer kommen mit, ja, aber das ist ja alles gekauft und das Totschlagargument wird halt immer kommen von wegen, ja, aber das sagen dir deine Quellen und meine sagen was anderes und das ist ja alles nur gesteuert und das ist gesteuert von der Industrie und Big Pharma und bla und ja, dann kannst du aber aufhören, weil wenn du dich sowas komplett sperrst, ja, dann es ist schwierig, es ist furchtbar schwierig. Ich habe in der ganzen Thematik 50-50, also ich habe super, super interessante Diskussionen geführt, wo ich auch sagen kann, okay, das ist ein Ansatz, es ist trotzdem nicht meiner, aber ich verstehe deinen Punkt. Und dann gibt es welche, wo ich sage, bitte, sei einfach still. Das sind so tu der Welt einen Gefallen und sei still. Das sind so die 50% und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ja, ja. Nein, das ist ein furchtbar ein schwieriges Thema und vor allem diesen Menschen, wie sie das anhört, diesen Menschen, aber Menschen mit so einem Meinungsbild, mit denen zu reden, ist es sehr, sehr schwierig, weil sie ja gleich abblocken mit jenen Totschlagargumenten, unter Anführungszeichen. Es ist aber nach meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man den gemeinsamen Diskurs führt, aber dann auch liegt es in unserer Position, dass wir hergehen und behütet und behutsam diskutieren mit den Leuten, weil deine Quellen sagen was anderes, meine sagen das. Okay, was sind deine Quellen? Woher hast du deine Quellen? Woher hat er diese Quelle? Genau. Weißt du, das hinterfragen. Und bei manchen Leuten geht dann vielleicht der Klicker auf und sagt, okay, das habe ich noch nicht so gesehen. Und andere sind felsenfest davon überzeugt. Ist ja okay. Jeder soll machen, was er will, prinzipiell. Nur
dieses aggressiv dann werden und dann gegen die Leute zu hetzen, wenn du versuchst zu diskutieren oder einfach ein Gespräch zu führen, das hängt mir ein bisschen aus. Mhm. Weil man fordert Liebe, man fordert Freiheit und man fordert keine Diktatur. Jetzt brechen wir mal diese drei Wörter zusammen. Wenn du Liebe hast, hast du eine angenehme Umgebung, hast du einfach ein Feedback, das du gibst und das du bekommst. Freiheit, Meinungsfreiheit, du kannst mit jedem offen über alles reden und wir haben einen gemeinsamen Diskurs, wo wir einfach uns auf ein gewisses Level höher bringen, durch eine Kommunikationsart, wie zum Beispiel jetzt der Podcast, oder? Ja, wir sitzen beim Bier und quatschen miteinander. Keine Diktatur, das heißt, wir haben das Recht zu wählen, wir können darüber bestimmen, was in unserem Umfeld so passiert oder passieren kann für einen selbst und wir leben in einer demokratischen Republik. So, das sind jetzt einmal die drei Dinge. Und dann erwarte ich mir aber, wenn du dafür stehst, gut, das ist meine Erwartungshaltung, aber ich erwarte mir, dass du dann auch dementsprechend agierst. Weil wenn ich sage, ich finde es jetzt schon ein bisschen komisch, dass du sagst, Bill Gates hatte die Mikrochips drinnen, woher hast du die Information? Das interessiert mich. Ja. Ja, das ist alles Propaganda, du bist ja genauso verblendet. Mhm. Weißt du, und das funktioniert nicht. Mhm. Weißt du, warum müssen wir so vorsichtig wie möglich sein? Und da wird gleich geschossen, aber es wird Wein gepredigt, aber Wasser ausgeschenkt. Klassisch. Und das ist etwas, wo ich anstoße. Ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen. Mhm. Ist ja okay. Mach nicht, es ist wurscht. Nur wenn ich dich frage, warum und wieso, und du fährst mich an, wenn ich da, dass du mich gleich in eine Schublade wirfst, das finde ich nicht geil. Mhm. Lass uns doch reden. Mhm. Ich will dich nicht überzeugen von meinem Weltbild, weil das ist meins. Mhm. Und ich gehe in die Konversation genauso rein mit der Intention, dass wir gleich sind, wir sind Menschen und du hast ein Weltbild, ich habe ein Weltbild, lass uns in der Mitte treffen, vielleicht finden wir einen gemeinsamen Konsens. Das ist die Problematik, die ich habe mit sowas. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass ihr du und Wellness, dass ihr mal da reingeschaut habt. Ja. Und einfach mal zu sehen, wie ist das? Das bestätigt mich auch in dem, was ich gerade gesagt habe. Der Punkt, den du bringst, ist natürlich so, dass Diskussionskultur, nur die ist halt einfach für mich da nicht da, wenn man nicht vom Gleichen spricht, wenn man nicht von den gleichen Fakten redet. Und das ist das Thema für mich, was in Österreich, nicht nur in Österreich, in vielen Ländern, über viele Jahre vollkommen vernachlässigt worden ist und was uns jetzt um die Ohren fliegt, ist, wir haben nie uns darum geschert, auf breiter Basis im Bildungswesen sowas wie Medienbildung einzuführen. Hm. Das haben wir einfach nie gemacht. Und guter Punkt. Woran erkenne ich, ob ein Quellen jetzt blöd gesagt ein Schaß ist oder ob das legitim ist? Mhm. Ich kriege oft von Leuten, die Spur älter sind als ich, die so in den späten 40ern, 50ern sind, geht dann Quellen um die Ohren geschmissen von irgendwelchen Webseiten, die nicht einmal ein Impressum führen. Wo du dir einfach denkst, okay, das ist eine Red Flag einmal, wenn ich eine Quelle kriege, ist, dass kein Impressum geführt wird. Ja. Punkt 2 ist, wenn ich von einem Portal noch im Jahr 2022 von einem Portal noch nie was gehört habe, die Seiten nicht kenne. Mhm. Zweite Red Flag. Und lauter solche Dinge. Und dann schaut man sich an, wie eine Headline formuliert ist. Ob die in irgendeiner Richtung geschrieben ist oder nicht. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die habe ich in der Schule auch nicht gelernt, aber die habe ich mir angeeignet, weil ich aus der Branche komme. Das Skillset. Ich komme aus dem Medienwesen ursprünglich und bin dann ins Marketing umgestiegen. Also ich habe mir das auch durch meine eigene Berufserfahrung beigebracht. Ja, klar. Und das fliegt uns halt jetzt um die Uhren. Mhm. Und jetzt ist es halt spät, weil jetzt ist das da draußen. Und jetzt können sie immer sagen, ja, nein, jetzt versuchen sie natürlich, unsere alternativen Medien zu diskreditieren, klarerweise. Mhm. Ja. Man hätte vor, was weiß ich, 20 Jahre, 30 Jahre schon machen sollen, woran erkenne ich, ob eine Quelle ein Schaß ist oder woran nicht. Und wie recherchiere ich richtig? Richtig. Ja. Und nicht nur im akademischen Kontext, wo das eh schon immer gemacht wird, sondern wirklich auf einer breiten Basis. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, jetzt wird, wenn jemand von diesen Leuten sagt, so, I did my own research, dann ist immer so, das habe ich vor kurzem bei einem TikTok-Video gesehen von einer Wissenschaftlerin, einer amerikanischen, die hat gesagt, so, you're not doing research, you're googling shit to match your opinion. Mhm. Ja, aber es ist richtig. Ja, und ja. Das ist leider das Problem, das wir jetzt haben. Und wir googeln uns gesund. Richtig, ja, und das ist genau dieses Thema, das leider auch ein bisschen mit Trump in die Welt gekommen ist, alternative Fakten. Ist ein Widerspruch in sich, es gibt keine alternativen Fakten. Etwas ist Fakt oder etwas ist nicht Fakt, genau. So einfach ist es. Es gibt schwarz oder weiß. Ja. Manchmal gibt es grau, natürlich,
Richtig. Aber in den meisten Fällen ist etwas Fakt oder es ist nicht Fakt oder es ist nicht belegbar. Genau. Und das ist das Problem, das wir jetzt gerade haben. Ja. Und wir haben eine Wissenschaftsfeindlichkeit in dieser Gesellschaft, die ausgebrochen ist durch diese ganze Thematik. Schaut jetzt ziemlich hoch, ja. Die glaube ich, sogar gar nicht so sehr, ich würde jetzt gar nicht von einer generellen Wissenschaftsfeindlichkeit sprechen. Ich glaube eher, dass das auf einer persönlichen Ebene passiert. Mhm. Das ist nämlich so, bei etwas so Großem wie dem, was wir gerade erleben, dass das einfach so unfassbar ist für die Leute und sich so unvorstellbar ist, dass so etwas so Großes von etwas ausgelöst wird, das ich mit freien Augen nicht sehen kann. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, das können sich viele Leute einfach nicht vorstellen. Und deshalb suchen sie sich halt in irgendwelchen Geschichten. Wo sie dann bestätigt sind und genau. Dann kommen sie in so eine Gruppe rein. Richtig. Und ich glaube, so wirst du in solche Kreise halt reingezogen. Mhm. Ich rede nicht von intelligenten und gebildeten Menschen, die halt ein eigenes Meinungsbild haben, ein eigenes Weltbild haben, die aber wissen. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die halt Kritiker dieser Maßnahmen sind, niemand von denen zweifelt an, dass es dieses Ding gibt und dass es potenziell auch gefährlich sein kann. Mhm. Die kritisieren die Maßnahmen, die kritisiere ich teilweise auch. Was ja absolut okay ist. Ich sage, die Regierung hat das auf vielen Ebenen komplett verschlafen, die ganze Geschichte. Und da sind wir wohl zu kurz gekommen. Ja. Ah. Oh. Ja, und viel von dem Scheiß, den wir jetzt erleben, hätten wir so vielleicht nicht erleben müssen, wenn wir ein bisschen fähigere Leute gehabt hätten. Richtig. Und vor allem, jetzt will ich nicht politisch werden, aber wenn wir vielleicht auch jemanden an der Spitze dieser Republik gehabt hätten, der nicht die halbe Zeit der Zeit mit sich selbst beschäftigt war. Ja. Ja. Ja, voll. Na, aber dann dafür, schau, sieh so, dafür hast du in Nevada jetzt einen spitzen Posten. Und beim Peter Thiel, ja genau. Das finde ich nämlich auch geil. Das ist ein Hammer, oder? Das ist ein Hammer. Und René Benko, was habe ich jetzt gelesen? René Benko sollte geplant gewesen sein als Finanzminister, irgendwie sowas. Gottes Willen. Ja, der Thomas Schmidt, heißt er Thomas Schmidt, glaube ich, gell? Der Thomas Schmidt, der ist sowieso der Typ, Alter, ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen der österreichische David Cameron, der hat alles gesprengt, was wichtig war. Sensationell, oder? Der Typ, aber vor allem, da wird er noch viel kommen. Wahnsinn. Da wird noch viel kommen, ja. Glaube ich. Ja, die sind jetzt eh brav am Aufräumen. Da, leider, das wird noch ein bisschen brauchen, bis wir das alles, ja. Bis wir das alles aufgearbeitet haben. Absolut. Vieles davon werden wir nie erfahren. Ich glaube auch nicht. Aber weißt du, es ist wichtig, dass man mit den Laptops spazieren geht. Ja, richtig. Das muss ich heute auch noch machen. Toni, wie sagt der hat auch so einen guten Laptop genommen. Ja, so ist das. Fährst du nicht im Wagel spazieren? Ja, schauen wir mal. Na, also ich bin voll bei dir. Die Maßnahmen zu kritisieren oder auch das, dass man eben mit gewissen Entscheidungen der Politik nicht d'accord ist. Das ist verdammt nochmal okay, wir sind in einer Demokratie und das passt schon. Es gibt Opposition und die Opposition macht nichts anderes, als das, den Spiegel vorzuhalten an die Regierung. Und es ist okay, wenn man Maßnahmen kritisiert. Das sage ich ja nichts dafür. Man soll auch hinterfragen, verdammter Scheiße. Man soll auch hinterfragen. Aber Holocaust zu leugnen, ja, gut, das, und Maßnahmen zu hinterfragen, sind für mich zwei Paar Schuhe. Das sollte jeder denkende Mensch so sehen. Ja. Weil du gemeint hast, Opposition, es gibt in Österreich ja mittlerweile eine gespaltene Opposition, es gibt eine sinnvolle Opposition und es gibt eine komplett geistesgestörte Opposition, du weißt, wovon ich rede. Dem Pferdeflüsterer sei dabei, gell? Ja, der Pferd. Ich finde das so geil bei Willkommen in Österreich, wissen nachmachen. Ja. Das ist so geil. Das ist ein Riesenstift, gell? Ja, das ist super geil. Super gemacht. Sag ich, das ist ein Pferdeübungskommando Wendy. Ja. And this was again powered by Irving Mike 10. Du musst so einen Werbejingle schreiben. Dafür. Ja, voll. Oh man. Aber fantastisch, wirklich. Also dass du dich das getraust hast, da habe ich, sage ich, Hut ab. Du, es war jetzt keine große Leistung, weil du kannst auf das Coole, auf Telegram ist eine Stärke zugleich eine Schwäche. Du kannst dort super, super, super unerkannt sein, wenn du willst. Und ich bin einfach gesagt, ich lade mir die App over, gebe mir irgendeinen schwindigen Codenamen, ich wechsle den regelmäßig, damit mich keiner tracen kann. Irgendwie. Die Story, wo ich das post, steuere auch, wer das sehen kann. Und dann lese ich halt ein bisschen mit und das ist jetzt nicht so das super, super secretive Thema. Ich habe jetzt nicht irgendeinen Kult infiltriert oder so, sondern ich habe mir einfach nur offene Telegram-Gruppen angeschaut, die halt
auch von ihrem Gehabe und ihren, von ihrem Namen her besonders archaisch gewirkt haben. Mhm. Es gibt wahrscheinlich andere, wo es viel gesitteter zugeht. Gibt es bestimmt. Und ich wollte mir halt die Extremen anschauen. Ja, ich wollte dorthin, wo es wirklich arg umgeht. Und ja, da findest du halt leider relativ viel. Ja, sicher. Na klar, ich meine, wenn man, wer sucht, der findet. Ja, richtig. Ja. Frage, ob du das finden willst, aber ich meine, nochmal, um so ein bisschen zu relativieren, es sind in absoluten Zahlen jetzt nicht so viele Leute. Also diese wirklichen extremen Schwurbler, das sind nicht viele. Also ich möchte auch noch einmal, damit das nochmal gesagt ist, nicht alle Leute gleichsetzen. Nicht jeder, der Maßnahmen kritisiert und auch nicht jeder, der auf eine Corona-Demo geht, ist automatisch ein Wahnsinniger. Richtig. Das ist nicht so. Aber das ist wichtig, dass wir das sagen. Aber der Sprung ist halt trotzdem, du musst wissen, die Leute sind mit dir dort. Genau. Und das muss da klar sein. Genau so ist es. Und ich habe auch einen guten Bekannten von mir, der ist regelmäßig auf den Demonstrationen. Ja. Und der steht eben genau dafür ein, dass er sagt, die Maßnahmen kritisiert er und was passiert ist und die Politik im Allgemeinen, dagegen demonstriert er. Das ist voll okay. Aber er selber sagt, er hat das schon so geschreckt, er war in Wien bei der Demo und auf einmal fängt die Antifa an, die Kiveranten anzugehen und Sachen zu schmeißen und sowas. Ja. Dann habe ich das echt cool gefunden für ihn, da sind sie, glaube ich, 10, 15 Leute sind sie gewesen, haben denen irgendwas, Herz aus Schokolade oder was, sie sind zu den Polizisten gegangen und sagen, danke, dass ihr für uns da seid, wir wollen in Frieden demonstrieren. Mhm. Und das finde ich super. Und deswegen, auf die Straße gehen und demonstrieren ist wichtig. Mhm. Nur know who is with you und know who is your surrounding by. Ja, also es ist schwierig. Und das ist das Thema. Du wirst von der Polizei beschützt und dann stehst du auf der Straße und schreist, du lebst im Faschismus. Ich meine, und lebst in der Diktatur. Was denn genau. Die Polizei schützt dich dabei. Genau. Das ist so jenseitig, das ist so widersprüchlich, damit komme ich nicht klar. Fast schon Satire. Ja, es ist echt schon. Das ist lustig. Diese ganze Szene ist teilweise ihre eigene Karikatur. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also, ja, nein, das wird das hoffentlich bald einmal eint haben, der ganze Shit. Ja, mit Omikron habe ich eine große Hoffnung damit, dass wir da vielleicht ein Ende in Sicht haben. Ja, das kann keiner sagen, aber so wie es jetzt ausschaut, momentan dürfte es ja so sein, dass das Ding zwar hochgradig ansteigend ist, aber die Hospitalisierungen und das ist ja alles nicht so extrem, wie es zum Beispiel unter Delta war. Die Frage ist halt, was passiert nach Omikron? Läuft das Ding aus? Mhm. Und ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass es durchaus nicht auszuschließen ist, dass das Delta oder eine ähnliche Variante wieder ein Comeback feiert. Mhm. Wir sind noch lange nicht über den Berg. Und ich ergreife an dieser Stelle auch klar Partei. Ich sage, perfekte Lösung ist das nicht, aber die einzige Waffe, die wir haben, die erwiesenermaßen wirkt, ist halt einfach impfen gehen. Ja. Und das ist einfach so. Mhm. Ja, das sind die Fakten. Und das sollten möglichst viele Leute beherzigen. Ja, man, was machst du mit jenen Leuten, die ungeimpft sind, noch nie Covid gehabt haben und ein gesundes Leben führen? Weißt du, faktisch jemanden zu überzeugen, ist das andere. Versuch den jemanden. Trifft alles auf mich zu, trotzdem habe ich mich impfen lassen. Okay. Ja, gut. Ja. Ich finde trotzdem, also das soll doch jedem freigestellt sein, ob er sich impfen gehen lassen will oder nicht. Ja, klar, ich bin ganz bei dir. Ich wäre ja auch an sich der Meinung, dass das so sein sollte, dass das eine private Entscheidung ist. Genau, ja. Nur, wir leben nicht in normalen Umständen. Ja. Wir leben nicht unter normalen Umständen. Das wir gerade erleben, ist nicht normal. Das ist nicht alltäglich. Ist das nicht. Und ich wäre auch jederzeit gegen eine Impfpflicht, und zwar um alles, was es geht. Mhm. Aber in dem Fall muss man leider Gottes sagen, in diesem Fall nehme ich auch klare Seiten ein und sage, ja, macht's das. Mhm. Und so wie es jetzt gemacht wird, das ist eh schon wieder, die Kommunikation ist schon wieder, als Kommunikator kann ich sagen, das ist ein Desaster, was jetzt schon wieder macht. Einerseits verkündet man die Impfpflicht und andererseits lockern wir. 3G wieder, ja. Lockern wir und kommunizieren damit, na so schlimm ist es ja eh nicht. Genau, dann ist die Impfpflicht aber wieder redundant in dem Fall. Für Hugo, ja. Genau. Es ist redundant, ja, schön gesagt. Es ist Dankeschön. Ein guter Begriff, redundant, ja. Ist aber genau das, was es ist. Ja. Also, ja. Und dann ist wieder alles aufgebauscht worden umsonst und ach. Ja. We will see. Ich glaube, wir machen da jetzt ein sehr großes Fass auf am Ende von der Übertragung. Wir machen das Fass auf, lassen es aber offen so stehen, weil wir werden uns sicher wiedersehen im Podcast. Und dann haben wir schon wieder mehr Informationen und können vielleicht weiter schwurbeln, wer weiß. Oder wir können endlich mal ein Gespräch führen, wo das Thema kein Thema ist. Richtig. Das wäre mein größtes Anliegen. Wie zum Beispiel Sturm Graz, zukünftiger Fußballmeister so in Österreich. So schaut es aus, das wäre ein Thema. Da geht es genauso um hypothetische Szenarien. Ja. Wir müssen auch viele Sachen zusammenpassen, dass das passiert, aber es kann passieren. Wer weiß. Alles kann, nichts muss. Du,
wie es so schön heißt auf der Kurve, dieser Fan gesagt, du holst vielleicht irgendwann den Europacup, scheißegal, ob ich das noch erlebe. Wow. Ja. Oh, schön. Die Liebe zum Verein, ja, ist groß. Das brülle ich mir besonders laut mit. Ja. Irgendwann werden wir... Naja, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich glaube daran. Ich glaube felsenfest daran. Wenn ich so alter Sud irgendwann auf der Längsseite sitze und alle schimpfen, auf der Kurve nicht mehr stehen kann. Früher war das alles besser. Früher war alles besser. Alles. Damals, ich habe den Aussehen noch gesehen als junger Bub. Das war noch Fußball. Das ist ja jetzt ein Kindergarten, bitte. Drüber ein Spritzer. Das wird geiler, das ist freimig. Ja. So richtiger alter Gradler mit meiner Freundin, noch am Leben sind, sitzt sie dort und sagt, hey, so ein neues Trotteln. Genau. Gib mir alles am Arsch und jedes Spiel traue ich, dass ich nie wieder gehe und trotzdem gehe ich jede Woche. Ja, genau so ist das. Und die Knollenbiernase wird immer röter und größer. Und kannst du sicher sein? Ja, sicher. Kriegst du jetzt schon. The Austrian Way. Ja, du weißt immer, wenn man so derartig blond ist, wie ich das bin, kriegst du gleich mal eine rote. Ja gut, das stimmt, ja. Das stimmt. Das heißt, du Sonnenfaktor, Sonnenschutzfaktor 50? Ja, Minimum, ja. Also du bist ja quasi der blonde Ginger, kann man sagen. Ja, Bart ist Ginger, stimmt, ja. Stimmt, du hast einen Ginger-Bart. Richtig, ja. Bin ich froh drüber. Das sieht ein bisschen Kontrast. Der Jane hat auch einen Ginger-Bart. Ja, ich weiß, ja. Nur der hat die Ausrede, dass er irre ist, ich nicht. Richtig, ja. Aber du sprichst perfekt Englisch, von dem her kennst du durchgehen als Anna. Ja, was denn? Das ist so, wenn man halt jedes Jahr den Sommerurlaub im Kolbendudel verbringt, dann schaut man irgendwann aus. Die Farbe ist weg, nur noch weiß. Ey, Mr. Milkman. Ja, genau. Ah, herrlich. Also, Bräunungston Wasserleiche. Bist du narrisch? Du, Jakob, wir sind 2 Stunden, ein bisschen über 2 Stunden 10, 2 Stunden 15 drüber. Ist ja Wahnsinn, Zeit verrinnt, haben wir mal Spaß. Unglaublich, hat. Unglaublich. Ich finde es fantastisch, dass du heute gekommen bist. Kein Fleiß. Ich habe mir das nicht gedacht, dass wir heute so eine Gaudi haben. Und ich bin ja dankbar dafür, dass du noch einmal, ich habe schon 100 Mal erwähnt, aber ich bin da sehr dankbar, dass du so offen warst und hergekommen bist, weil geil. Du, ich danke für die Einladung und ich habe immer einen Spaß bei sowas. Neue Sachen ausprobieren und ich freue mich, vielleicht schaffen wir es ja wieder mal. Also gerade zur Football-Show oder so wäre es, glaube ich, ganz geil. Ich spüre ein Comeback, ja. Also das kriegen wir sicher runter. Soll ich jetzt sagen, that's what she said. Also mit einem That's What She Said-Joke würde ich das gerne beenden heute. Ja, besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht mehr. Jakob, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne, und danke für die Einladung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschüss. Servus.